Hallo, wunderschöne Leute da draußen. Und herzlich willkommen zu einer Sommerschulsitzung. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr seid alle an einem kühlen Ort. Ansonsten sind wir jetzt alle erstmal neidisch auf den Moritz Melem, denn der sitzt im Keller. Hallo Moritz. Hallo Leute, hallo Keller. Er war sehr schlau. Er hat sich seine Rollenspielsammlung unterirdisch angelegt. Ja, ein Dungeon. Ja. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Ich weiß allerdings, dass Thomas Echelmeier leider nicht in einem Keller sitzt. Ich weiß aber nicht mehr, in welche Richtung deine Fensterfront, die in deren Richtung du schaust, gerade geht. Bist du am Leiden oder geht's? Süd, wie wunderschön. Wir haben zwei Extreme. Das kann ich mir vorstellen. Hallo. Wir haben Leute, die uns zuschauen. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Denn wir sind hier wieder bei unserem Fernkolleg, unserem Videokolleg Rollenspielgeschichte, das hier von Thomas und Moritz betrieben wird, unseren beiden Rollenspiel-Historians. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns aus den 70ern vorzuarbeiten in fast so etwas wie die Jetztzeit, also gefühlte Jetztzeit, nämlich die 2010er. Das war doch neulich erst. Ja, eben. Mein Ton ist leicht übersteuert, ich drehe ihn kurz runter, okay? Sagt Bescheid, ob es besser ist und sagt mir vor allen Dingen, ob ihr den Thomas und den Moritz gut hören könnt. Und zu dem Zweck frage ich den Moritz mal, wie es ihm geht und wie lange er für heute vorbereitet hat. Ja, ich habe gehört, dass wir in 2 Stunden rausfliegen, wenn es diese Zeit angeht. Ansonsten habe ich hier einen Stapel liegen, minimal noch Nachträge von 2011, 2012, 13, 14, 15. Mal schauen, wie weit wir überleben und wie weit wir damit durchkommen. Okay. Überleben. Das ist direkt sehr finster hier. Okay. Moritz braucht 5 Stunden Minimum, sagt Steve Hill im Chat. Okay, ich habe die Gäste jetzt wieder verstärkt. Ihre zarten Stimmchen brauchen ein bisschen Hilfe. Danke. Thomas, ja? Wie hast du deine Stapel zusammengestellt? 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Auf meiner Notizliste ist, falls wir zu gut durchkommen, auch noch 2016 vorbereitet. Oh, dann müsste ich durch den Raum wieseln und Sachen einsammeln. Aber keine Panik, so wie ich uns kenne, klappt das nicht. Nein, es würde mich überraschen, sagen wir es so. Falsch, 2011 habe ich nur hier einen ganz kleinen Stapel, so. Okay. Mit den Nachträgen. Das ist sehr überschaubar. Genau. Ja, ich bin Mayri. Ich bin wieder zurück. Ich war in den USA, dann war ich krank. Ich bin auf dem Weg der Besserung und das reicht aus, um hier wieder entspannt in der Hitze zu sitzen. 32 Grad and counting, nicht im Keller. Um dafür zu sorgen, dass wir vielleicht zeitig durchkommen und im Eifer des Gefechts zwischendurch noch Verständnisfragen zu stellen. Das ist mein Job hier. Das Fachwissen kommt größtenteils, möchte ich sagen, von Thomas und Moritz. Aber es geht jetzt in diesem Halbjahrzehnt unter anderem auch um Sachen, an denen ich zumindest in der deutschen Version mitgearbeitet habe. Und es wurde auch angekündigt, dass Thomas hat ein Thema bereitgelegt, aber es ist noch eine Überraschung für uns. Weil Profis nicht vorbereiten, so wurde es mir gesagt. Also sich nicht gegenseitig vorbereiten. Die beiden sind vorbereitet, ich habe ihre gigantischen Stapel gesehen. Fühlen sich denn alle fit und bereit? Ist Ton und Bild soweit okay, dass wir starten können? Ansonsten starte ich gleich den Countdown. Und zu was? Zu wir beginnen mit 2011 Nachtrag, okay. Würde ich sagen. Niemand irgendwie Einspruch erhebt und offensichtlich technisch alles soweit gut ist. Die Leute im Chat liegen vorm Ventilator. Das ist auch beneidenswert, aber die machen Geräusche. Das ist für so eine Tonübertragung gar nicht so günstig, haben wir festgestellt. Der finale Countdown, den hatten wir schon. Das war 2000. Tut mir leid. Das machen wir nicht nochmal. Gut. Und irgendwann in den 80ern. Der ist auch von Europe, ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Es ist mir eine Freude, zu eröffnen, die grammatikalisch kaputte, aber dafür hoffentlich höchst unterhaltsame Einführung in die Rollenspielgeschichte der 2010er. Startend mit Nachträgen zu 2011, da haben wir zwar schon reingelugt das letzte Mal, wenn ich es recht verstanden habe, aber es ist auch wirklich ein Weilchen her, dass wir zuletzt das Thema beackert haben.
Und ich glaube, da macht Thomas den ersten Start. Ja, also da gibt es tatsächlich nur ein paar Nachträge. Ich meinte, Lamentations of the Flame Princess hatten wir bereits schon. Ein Rollenspiel, ja, was in dieses Oldschool-Revival-Thema reingeht. Mit einem Publisher, der also speziell ist. Der sehr speziell ist, ja. Das ist auch nur eine Ein-Mann-Show, dieser Verlag. Da geht im Grunde genommen alles, was man als Rollenspiel rausbringen will, kann man gerne als Lamentations of the Flame Princess machen. Da gibt es sehr, sehr wenige Sachen, die nicht gehen würden. Da gibt es eklige Themen, da gibt es Themen, die man sonst nicht anfassen würde. Es gibt ein Buch mit namens Vaginas are Magic und sie haben ewig lang geplant, Eldritch Cox rauszubringen. Wo es um Hühnchen gehen sollte. Ja, um Hühner, das ist richtig. Bei Vaginas are Magic geht es aber tatsächlich um Zaubersprüche, die nur von Leuten, die in der Lage sind, Nachwuchs im eigenen Körper heranzuziehen, gecastet werden können. Dazu zählt aber auch, wenn man gerade von einem Alien-Parasiten besetzt ist. Es sind edgy Weirdos und nicht zu Unrecht umstritten. Also James Reggie the Fourth, der Hauptautor. Ja. Aber es hat auch Zack Smith oder nee, wie hieß er? Der Typ. Der war auch dabei auf jeden Fall. Genau, der ist mehr als umstritten. Ja. Hier ist noch ein viel schlimmeres Verbrechen. Hier ist ein Szenario, das heißt Blood in the Chocolate. Achso, ja. Nein. Finger weg vom Schokolade, ja. Da gibt es eine Bones-Folge zu. Das ist auch Blood in the Chocolate. Nein, aber tatsächlich zu Lamentations. Ich habe das ja von Anfang an mitgekriegt, weil der auch so in dieser OSR-Szene rumgehangen hat. Und das Regelwerk, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ein stinknormales OSR-D&D-Klon-Regelwerk ohne alles. Der hat sich dann halt versucht mit spannenden und interessanten Illustrationen und so hervorzutun und dann halt bei den Abenteuern und den Quellenbänden. Ich fand die Sachen, die ursprünglich rauskamen, so D&D in einem weirden 30-jährigen Krieg-Szenario ganz witzig. Der hat am Anfang sehr schicke Abenteuer geschrieben, wo Mini-Basilisken in einem Mikroskop auf dem Objektträger sind und Leute, die reingucken, versteinert werden. Sowas ist einfach schnuffig. Die letzten Jahre hat er wirklich einfach die Schraube, dass ich schockiere Leute und verkaufe dadurch Zeugs etwas zu stark angezogen für jeden Geschmack, glaube ich, nicht nur meinen. Ja, okay, also was hast du noch? Aus dem gleichen Jahr. Nehmen wir mal das hier. Ein schwerer Schuber, The One Ring. Das hier ist die englische Ausgabe. Die deutsche erschien im gleichen Jahr, habe ich gerade erfahren. Das Schöne an diesem Schuber ist, hier oben sind die Würfel drin. Mach das doch mal rein und raus, bitte, für mich. Das ist so zufriedenstellend. Wunderbar. Sehr schön. Da sind die beiden Bände drin. Einmal Loremasters Book und Adventurers Book. Also ein Spielleiterbuch und ein spielenden Buch. Und dazu eine Karte, die ist auch mit in dem Schuber. Aufpassen, dass ich sie richtig rumhalte. Von egal. Wilderland. Tolkien-Fans sind da total tolerant. Kannst ruhig andersrum hinhalten. Ja. Ich bin aber, was die Ausrichtung der Buchstaben angeht, nicht so tolerant. Und hier oben haben wir Mordor. Erschienen bei Cubicle 7. Mhm. Falls sich jemand die ISBN-Nummer rausholen will. Wow, das wird schwierig. Empfehle tatsächlich eher die zweite Edition zu nehmen. Die gibt es inzwischen neuer, die gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Also das gibt's, den hier gibt es auch auf Deutsch in dieser Form, aber die zweite Edition soll sich da massiv verbessert haben. Ja. Also massiv ist jetzt vielleicht krass. Also sie haben aber das System genommen und sie haben seine Stärken beibehalten und haben an den Stellen, wo es unübersichtlich war, tatsächlich Feinarbeit gemacht. Aber es ist wiedererkennbar das gleiche Spiel. Ja.
nur mit einer anderen Struktur und halt sehr, sehr hübsch aufbereitet von dem Verlag, der es aktuell übernommen hat von Free League. Aber wie gesagt, die Leute, die es machen, vor allen Dingen Francesco Nepitello, der Chefdesigner, zusammen mit seinem Best Buddy Marco Bucci, die beide zusammen ganz, ganz viel Tolkien-Spiele gemacht haben, vor allen Dingen Brettspiele, die sind da immer noch verantwortlich. Und dementsprechend, das ist auch sehr tief, was die Recherche und die Lore angeht und auch sehr, sehr nah an der Vorlage. Nur kuriose Entscheidungen bei der ersten Ausgabe in einer eher abgelegenen Region anzufangen, also im Wilderland rings um den Düsterwald und den einsamen Berg. Also alles so östlich des Nebelgebirges, während die zweite Edition jetzt das Shire, das Auenland, in den Vordergrund gestellt hat. Also das holt, glaube ich, auch Leute leichter ab. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass gerade in dieser ersten Edition fand ich sämtliche Quellenbücher unglaublich schön erstmal, ja, aber auch, wie du sagst, unglaublich tief und mit viel Informationen und guten Ideen. Also The One Ring, der eine Ring, auf jeden Fall schick. Vielleicht kann man noch sagen, dass die neue Edition jetzt bei Torrent rauskommt. Vielleicht mag sich's ja irgendwer von euch kaufen. War das dann dein 2011? Nee, einen habe ich noch. Einen Nachtrag? Ja, bitte. Einen kleinen habe ich noch. Und zwar tatsächlich ein in A5-Format, Legend heißt das gute Stück, ist von Mongoose Publishing herausgegeben worden. Und das ist Samurai D20. Sprich, ein D20-Regelwerk fokussiert auf das Imperial Japan, also imperiale Japan. Zur Zeit der Samurai, die da massiv im Thema stehen. Das ist deutlich kleiner, als wenn man jetzt, wenn man sich das Ganze mit Legend of the Five Rings oder so vergleichen würde. Aber es ist weniger auf Magie oder irgendwelche mystischen oder Clans oder so weiter fokussiert, sondern tatsächlich auf das Samurai-Spiel. Ich finde es sehr schön, vor allem, weil man da für alle möglichen D20-Iterationen schön draus klauen kann. Da sind ein paar schöne Sachen drin, was Samurai angeht. Falls man in so einem Szenario oder mit diesem Thema spielen möchte, Legend ist da die D20-Variante dafür. Da kann man prima klauen. Habe ich auch schon gemacht für eine Pathfinder-Runde. Okay, ja, 2011 hatten wir uns ja durchgeflügt schon und ihr wisst ja, ich kümmere mich meistens so um den deutschen Teil, den deutschsprachigen Teil des Ganzen und richte mich da vor allem nach der großartigen Liste, die Jonas Richter auch im Tunnelorn beispielsweise online stehen hat. Und 2011 hatten wir halt so Dinge wie Aborea, das einsame Wolf, Mehrspielerbuch, Malmsturm, der eine Ring und so weiter. Und eine neue Cthulhu-Fassung im Spielerinnenbuch. Ich habe auch noch zwei ausländische Sachen, damit ich auch mal ein bisschen da was beitragen kann zu komischen Dingen. Ich habe The Tulips Academy's Society for Dangerous Gentlemen. Ein ganz kleines, schnuffiges Heftchen, in dem ihr SchülerInnen einer Schule spielt, welche am Schluss die Aufnahme in eine sehr uralte und sehr mysteriöse Gesellschaft anstreben. Habe ich noch nicht gespielt, aber liest sich super gut, habe ich viel Spaß mit gehabt. Und Tranchant et Dragon, ein französisches Spiel, was ein Wortspiel mit Donjon et Dragon ist, was überraschenderweise Dungeons und Bergfriede oder auch Verliese zur Not heißt und Drachen. Nein. Und so, ihr wisst schon. Aber das heißt, wir zerschnetzeln und wir hetzen oder wir jagen. Wäre natürlich andersrum vom Sinn her schöner gewesen, erst zu hetzen und dann zu zerschnetzeln. Aber vom Wort her hätte es nicht mehr gepasst. Und da spielt ihr tatsächlich die klassischen Murder-Hobos und wie ihr seht an der Titelillustration, es ist sehr mangaig, leichter franco-belgischer Touch, den werden die ja nie los da im Westen, aber ein sehr schönes und sehr verwirrendes Buch, was schön zu lesen ist, auch das muss ich unbedingt irgendwann mal in einer freien Minute leiten. Also Tranchant et Dragon, ein Geheimtipp. Gut, 2011, Mairi, das ging schnell. Ja, das ist abgeschlossen. Aber das war auch nur der Nachtrag. Ich wollte eben sagen, da war ja schon einiges. Ich möchte aus dem Chat übrigens ausrichten, dass Thomas auch ohne Bart sehr gut aussieht. Ja, diese
Bartlosigkeit und Brille verwirren mich mehr als es sollte, aber ich komme schon klar. Es ist auf einmal irgendwie Herr Dozent Echelmeier. Ja, ja tatsächlich. Stifte raus! Und ich finde auch, der Chat hat mit seinem Rum und so genügend rumgealbert. Jetzt wird sich mal konzentriert und mitgeschrieben hier. Ja, ich frage das nachher ab. Das ist alles prüfungsrelevant, was wir hier machen. Ne? Ich habe zwar Ferien, aber für euch mache ich das noch. Ich habe gerade echte Flashbacks hier. Okay. Gut. Ritter, wie wird diese Gleichung aufgelöst an der Tafel? Du, ja. Mathe ist okay. Ja, hier. Okay, dann bin ich raus. Da hätte ich hoffen müssen, dass du es kannst. Mathe braucht man nicht mehr, wenn man Excel grob kann. Das stimmt auch wieder. Das ist eh nur eine Krücke der Statistik. So. Okay, Thomas, du darfst 2012 ja, mit bitte, lass ausländischen lass Universitäten beginnen. Ja, ein buntes Jahr, was die Rollenspiele angeht. Ich gehe mal im Schnelldurchgang durch ein paar Englische durch, die nicht so relevant sind und fokussiere mich dann am Ende tatsächlich auf das Thema, was ich schon angeteasert hatte. Okay. Das erste ist tatsächlich eines der hässlichsten Cover, die es in der Rollenspiel-Geschichte gegeben hat. Space Conspiracy. Das ist ein Rollenspiel, welches sich selbst in die Kategorie Paranoia und Gamma World setzt. Also so will sich nicht wirklich ernst nehmen. Black Claw Games hat das Ganze rausgegeben. Soll halt ein witziges, unterhaltsames Science-Fiction-Rollenspiel sein. Liest sich auch ganz witzig, nimmt sich auch nicht so ernst. Das kann es auch gar nicht mit solchen Illustrationen. Das Layout ist noch ganz überschaubar, wenn auch sowas wie ein Rahmen oder sowas komplett fehlt. Es ist bemerkenswert schlicht illustriert. Das ist tatsächlich das, was auf jeder Seite auffällt. Ansonsten ja, ein witziges Rollenspiel, in dem man auch so keine Chance hat. Ähnlich wie beim Paranoia geht es da einfach den Bach runter. Dann haben wir vom RPG Pandit, auch bekannt unter seinem, nein, nicht bekannt, aber ein etwas fragwürdiger Gesell hat ein Rollenspiel rausgebracht, Arrows of Indra. Das hatte ich auch schon mal anderweitig vorgestellt. Das ist aus dem Jahr 2012, 188 Seiten Softcover, damals $29,99. Und das ist tatsächlich ein, ja, so wie das Samurai Japan, so ein klassisches Japan-Trope eigentlich ist, eine Ära, die es wahrscheinlich so in der Historie gar nicht so gegeben hat, ist das halt eben ein idealisiertes, klassisches Indien mit einem Kastensystem, mit verschiedenen Völkern, die man da auch spielen kann. Da gibt es die Beals, das sind so Dreadlock-tragende Barbaren aus den südlichen Dschungeln. Dann gibt es Menschen, die von Dämonen oder Asuras abstammen, nämlich die Rakshasas, hat man ja auch schon mal gehört, wenn man D&D gespielt hat. Die Yakshas, Berggeister und Hüter der Schätze und der Berge, das sind quasi Zwerge. Und viele andere Sachen, diverse Unterwelten mit diversen Charakteristika. Die Skills sind in Kasten aufgeteilt. Jede Spielfigur gehört auch den diversen Kasten an. Priester, Priesterschamanen, Kämpfer, ein Äquivalent des Paladins mit einem relativ unaussprechlichen Namen für meine Zunge ist mit dabei. Diebe, heilige Assassinen gibt es. Die Yogi kann man spielen. Kaleri Payatu? Nee, die heißen tatsächlich Yogi. Nein, ist die Sache, die Paladine machen oder so, die traditionelle Kampfsportart. Entschuldigung, ich unterbreche dich mit blöden Fremdwörtern, aber meine Hauptfrage ist: Ist das ein Südasiate, der das geschrieben hat? Ich glaube nicht, ne? Nein, ist es nicht. Ich möchte den Namen von dem jetzt nicht nennen, weil der sich durch ein paar sehr seltsame politische Äußerungen hervorgetan hat. Die Paladine heißen Virak Kshatriya. Hm. Jetzt hast du mich dazu gebracht, das doch. Ja, habe ich ihn gekriegt. Ja, ja. Das sind also Männer der Kriegerkaste. Kshatriya ist, glaube ich, die Kriegerkaste. Das ist durchaus möglich. Kshatriya, genau, das sind die Soldaten und Regenten. Mhm. Ja, Brahmin sind Priester und Philosophen. Vaishya sind die Freien, Bauer, Händler, Handwerker. Dann gibt es die Sudra, Sklaven und Diener, und die Dalit. Oder Dalit, das sind die Untouchables, die Unberührbaren, die unterste Kaste.
Will auch ein OSR-Rollenspiel sein. Das ist allerdings hier, wie ich finde, eher für ein eher vereinfachtes Artwork und eher wenig Aufwand im Regeldesign verwendet worden. Das Setting selber, wie gesagt, auch hier würde ich empfehlen, zu klauen für die eigene Kampagne, wenn es mal in so eine Gegend gehen sollte. Aber das Arrows of Indra selbst zu spielen, halte ich für, ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht das, was mich dem am meisten ansprechen würde. Sondern tatsächlich das als Ideensteinbruch zu verwenden. Darf ich dir ein internationales dazwischen friemeln, damit du eine kurze Redepause hast? Mach das. Ihr wisst, das hier ist alles klausurrelevant. Und ich habe noch School Days mitgebracht. und zwar Days, nicht mit D-A-Y-S, sondern mit D-A-Z-E. Es geht aber tatsächlich um das Spiel in der High School. Und hier die Rückseite sagt schon, High School is fun again. Auf jeden Fall, so wie wir damals immer unfassbar viel Spaß hatten, yeah. Egal wie schlimm es uns ging, es war wunderbar, eine wunderschöne Zeit. Nein. Ihr werdet euch gerne daran zurück. Okay, auf jeden Fall ist es immerhin, es ist bunt innen drin. Wir spielen in der Tat wirklich stinknormale Highschool-Tage, aber es gibt am Ende auch alternative Settings, wie zum Beispiel How the West Was Fun. Dann gibt es 2101 A School Odyssey und all solche Dinge. Warte, hier war noch irgendwas Doofes mit Trolls. For whom the bell trolls. das ist auch einfach echt amüsant zu lesen. Habe ich schon gesagt, dass ich das mal liken müsste, aber es noch nicht getan habe. Also School Days, die High School, wie wir sie uns immer vorgestellt haben, egal ob wir aus den USA kommen oder nicht. So wird sie sein, so muss sie sein. So, Thomas konnte etwas Luft holen und mein komisches Internationales für 2012 ist durch. Los mit den traumatischen Geschichten, kommen wir zu was Lustiges. Kommen wir zu den Bundesjugendspielen. Kinokalypse Now. Ja, deutlich beruhigender als Bundesjugendspiele. Ja. Genau. das hier ist ein eigenständiges Setting mit den kurzen Regeln dazu. Das ist von Evil Head Publishing und das gehört mit zu Spirit of the Century, ja. Ist quasi ein Alternativ-Setting dazu. Und das ist halt tatsächlich ein Pulp-Setting mit Dinosauriern. Das, was man immer gerne so als Crossover braucht, überhaupt. Viele von den Sachen, die jetzt so in dieser Ära kommen, die sind nicht pur Pulp, sowas wie ein Indiana Jones oder sowas, sondern die sind halt eine Mischung aus, in diesem Fall halt eben Pulp mit einer Dino-Apokalypse. Werden wir in dieser Ära noch häufiger finden, dass da so diverse eigentlich alleinstehende Sachen miteinander gemischt werden. Also wir kommen gleich noch zu Fantasy plus Steampunk und all solche Geschichten, die zusammenfinden und daraus jeweils eigenständiges Setting für Rollenspiele machen. Dinokalypse Now ist zum Glück nicht so geschrieben, dass man das für ein ernsthaft tiefgehendes Kampagnenspiel machen will, sondern das ist tatsächlich unterhaltsam, palpig, schnell und ja, tatsächlich in einem kleinen Taschenbuchformat handlicher als Spirit of the Century, was ein bisschen sperrig ist, so als Regelwerk. Dann, wo wir gerade beim Thema sind, Primeval. Ja, auch das. Nein. Es doch, als Rollenspiel. Nein. Ja. Ach, ich dachte, stimmt, das ist von Cubicle 7. Die haben am Anfang ganz viele kuriose Lizenzen gehabt. Ja. Die hatten auch, von denen ist auch die hatten auch Laundry. Die hatten auch Laundry-Files. Ja, sehr, sehr großartig gemacht. Ja. In dieser Tradition ist eben auch Primeval als Rollenspiel erschienen. Erzähl uns doch mal was zum Setting, Mayri. Das kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, dass die Serie existiert. Ich habe keine einzige Folge gesehen. Aber soweit ich weiß, geht es darum, dass Leute in der Zeit zurückreisen in die Tertiär. Ich weiß nicht genau, in welche. Also es gibt Dinosaurier und dann sitzen sie da fest. Oder nein, warte, andersrum. Primeval ist das, wo Tore aufgehen und Monster aus einer anderen Zeit in unsere Zeit kommen. So rum.
Das, wo die Leute zurückgehen, das ist Cadillacs and Dinosaurs. Ja, und es gibt auch eine Serie, Primeval, in der es darum geht. Aber Primeval ist, dass es gegen Tore auf und Dinge aus anderen Zeiten landen bei uns, wie Dinosaurier. Genau. Ja. So rum war es, genau. Gibt es auch als Rollenspiel von Cubicle 7 aus dem Jahr 2012. Dann aus der Fantasy Flight Unlimited hat eine ganze Serie zusammen mit Games Workshop gemacht von Rollenspielen, die im Warhammer 40k-Universum spielen. Und im Jahr 2012 erschien die englische Ausgabe von Only War. Da geht es um das Spielen eines imperialen Soldaten. Wenn jetzt schon das Spielen, also was vielleicht kennt man aus Deathwatch, das Spielen in der Inquisition. Wem das jetzt schon restriktiv und man spielt den Abschaum des Imperiums vorgekommen ist, was auch tatsächlich so der Fall ist, der sollte mal Only War ausprobieren, denn da spielt man noch niedrigeren Abschaum des Imperiums. Da spielt man den normalen imperialen Soldaten. Das ist aus meiner Sicht primär dazu gedacht, also da sind auch dann die Massenkampfregeln mit dabei, da sind dann die Einheitenregeln mit dabei, etc., etc. Das ist aus meiner Sicht primär dazu gedacht, als Quellenbuch zu dienen für andere Rollenspiele aus dem gleichen Umfeld. Denn man kann da halt, mit Rogue Trader kann man dann diese Freihändler spielen und mit Deathwatch eben die Inquisition. Only War ist da das, was für mich am wenigsten erstrebenswert erscheint, eine Karriere in der imperialen Armee. Karriere. Im 40. Jahrhundert zu. Ist nicht der Kracher. Da vorne sind die Dämonen, hier ist eine Taschenlampe. Auf geht's. Ja. Zu dem Regelsystem. Ich habe eine ganze Menge Deathwatch gespielt. Das Regelsystem ist. Das funktioniert. Es ist nur sehr patzeranfällig. W10 basiert, je besser man ist irgendwo, kriegt man mehrere W10 und jede 1 ist halt quasi ein Patzer. Die Aufstiege, die Charakterentwicklung ist ziemlich linear, weil man immer nur aus Tabellen Fertigkeitssteigerungen oder sowas auswählen kann oder neue Fertigkeiten auswählen kann. Je nachdem, welchen Rang man da gerade erreicht hat. Und das zieht sich hier auch durch. Das ist halt tatsächlich relativ uninteressant und ziemlich linear, also wenig flexibel. Ich habe aber auch noch was Lebensbejahenderes als die imperiale Armee. Ich muss das mal kurz zwischendurch sagen. Es gibt zwei Dinge im Rollenspielbereich, die sind für mich wie das Reden über Riemchensandalen. Und zwar sämtliche Warhammer 40k und sämtliche Vampire-Sachen. Da macht mein Gehirn einfach nur so... Und ich bin komplett raus. Also sagt mir, gib mir irgendein Signal, wenn ich wieder mitdenken kann. Das ist echt, ich habe keine Ahnung. Wir übernehmen das für dich, Moritz. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber da bin ich komplett raus. Das ist mir völlig Wumpe. Ich weiß nicht, warum. Es tut mir auch leid für euch, die euch alle Mühe damit gibt. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass dich die offensichtliche Edginess erstmal abschreckt. Und die Sache, alle diese Welten und diese Spiele sind ja mehr als ihre Edginess, aber auch viele Leute, die sie spielen, dringen gar nicht bis zu dem Punkt vor. Und für mich ist es ein wichtiger Punkt, immer die Leute, die Spiele machen, zu fragen, wie es eigentlich gemeint ist. Und ich habe sowohl bei Vampire habe ich definitiv die Chance gehabt und bei Warhammer zumindest bei ein paar Leuten, die an den Rollenspielen arbeiten und die immer sagen, ja, das ist satirisch gemeint. Dass ich nochmal wiederholen will, niemand in Warhammer 40k sind die Guten. Das ist alles überspitzte britische Satire. Ja. Und Supersoldaten, die auf 2,50 Meter aufgebläht werden, nahezu ewig leben, aber dafür keinen Sexdrive mehr haben und als Mönche leben müssen. Das ist ein anderes Rollenspiel. Das ist nicht Only War. Das sind nicht die Only War, sind einfach nur die Leute, die Konskript, die irgendwo eingesammelt werden und Zehntausenden sterben. Wenn sie nicht vor den Astartes, die du gerade angesprochen hast, die Kugeln abfangen. Ja, im Grunde. Ja. Genau. Auch okay, ich bin wieder da. Bejahenderem, okay? Ja, bitte. Mermaid Adventures. Oh! Darf ich auf Seepferdchen reiten? Das müsste ich mal nachgucken. Nur wenn du singst dabei. Ich lasse Franz für mich singen. Okay, ihr könnt ein Doppel machen. Es ist ein Seepferdchen mit Sozius. Genau, so ein Seitseepferdchen. ein Beiseepferdchen. Ja. Oh.
Ja, alles bunt da drin und schön. Und es ist tatsächlich auch so gedacht. Es soll ein Rollenspiel sein, welches eine Abwechslung zu den ansonsten immer so grim dark gestalteten Kampagnen anderer Rollenspiele ist. Es soll mal einen Abend Frohsinn und schöne Meerjungfrauen oder auch Meerjungjungs ergeben. Und also hier zum Beispiel die Undersea Olympics, die könnte man doch mal starten, finde Da ich, wäre ich oder? dabei. Ja. Dafür ist dieses Rollenspiel gedacht. Als ich das bei dem damaligen Rollenspielhändler meines Vertrauens gesehen habe, habe ich alles fallen lassen und dieses Buch gekauft. Einfach weil tatsächlich das Ding will Grim Dark sein, ja? Und das hier ist genau das Gegenteil von Grim Dark. Das hat mal eine schöne Runde Rollenspiel. Happy Mit, Bride. ja, mal was Nettes. Und genau dafür ist es gedacht und dafür ist es gemacht. Ein einfaches System, was, ich meine, guckt euch den Charakterbogen an. Da sind neun Felder, um irgendwelche Werte einzutragen, aber das Feld, wo man ausmalt, wie man aussieht, das da, das ist halt viel größer. Das ist viel wichtiger. Holt die Ja. Buntstifte raus. Welche Body, Farben Mind hat. und Spann, Lack. Ja, welche Farben haben deine Schuppen? Genau. Ja. Und warum? Exakt, das ist wichtig. Also, man Wobei soll ich nicht da jetzt. unterschätzen, wie viele mehr jungen Personen-Fans es weltweit gibt. Es ist eine ganze Bewegung, die Ja. Mer-People. Genau. Wobei ich da jetzt sehr gerne den Zusatzband schreiben würde, wie man mit diesen Charakteren dann in die Tiefsee reist, um dort in unterirdischen Labyrinthen irgendwelche Mollusken zu verkloppen. Aber Du hast es nicht okay. verstanden, oder? Darum Ja, geht es überhaupt eben um das nicht. zu brechen. Das fände ich dann wieder witzig. Vielleicht kann man das ja mit Only War kombinieren irgendwie. So, ich bin weg. Du kannst weitermachen. Gut. Ja, Kommen wir zu etwas. ignoriere ihn. Ja, ich habe gerade das mental aus meinem Geist geschoben. kommen wir zu etwas Tiefsinnigerem. Und zwar zu der Rollenspielumsetzung einer Serie von Fantasy-Romanen, die ich in allen Fällen sowohl das Spiel als auch die Romane gut finde. Und zwar Mistborn von Brandon Sanderson. Eine schöne Welt, die sich fürs Rollenspiel nur so anbietet, mit einem fantastischen Magiesystem. Also Magieanwender essen Metalle, verbrennen die und abhängig davon, welches Metall das gewesen ist, erlangen sie dadurch eben magische Effekte. Nicht jeder kann jedes Metall verbrennen und so weiter und so weiter. Und ich rate davon ab, das nachzumachen. Ja, Gold schlucken ist jetzt keine so gute Idee. Das ist noch relativ harmlos, aber hier Blei gibt es auch. Das ist Ist dann besser. tatsächlich giftig, tut das nicht in echt. Aber hier mit dem Mistborn-Rollenspiel geht diese Metallomancy, glaube ich, heißt sie, geht das tatsächlich. Ein relativ dickes Buch im großen Taschenbuchformat von Crafty Games. Kostete damals 34,99, was schon relativ heftig ist, aber wir haben es tatsächlich mit einem ziemlich dicken Buch zu tun und man sieht schon von außen, dass es ein Außenregister gibt. Das heißt, man kann da die Kapitel sehr schnell und einfach finden. Hier ist übrigens auch für die Mistborn-Fans ist auch eine Geschichte, eine Kurzgeschichte mit enthalten, die an keiner anderen Stelle von Brandon Sanderson veröffentlicht wurde. Also Komplettisten müssten das auch noch haben. Es ist eine bisschen dunkle Welt, nicht so nett, aber wie gesagt, toll geschrieben. Wer die Romane kennt und mag und da drin spielen will, hier, sehr gut gemacht. Eine tolle Welt und ein tolles Regelsystem. Regelsystem nicht so ausgefuchst, nicht so umfangreich, aber eben passend für das Setting. Ja, ich glaube, viele Leute, die von den Romanen herkommen, wollen jetzt auch nicht unbedingt mit Regeln erschlagen werden. Und mehrere Genau. Leute im Chat haben schon gesagt: Oh, wow, ich wusste nicht, dass es dafür ein Rollenspiel gibt. Danke. Ja, Hat gibt sich es. schon Und wie gelohnt. gesagt, exklusive Geschichte, die es nur in dem Rollenspiel gibt. Kommen wir zu einem Setting, das ich gar nicht mag.
wofür es aber ein tolles Rollenspiel gibt. Und zwar Godlike. Superhero Roleplaying in a World on Fire, 1936 bis 46. Oh. Zweiter Weltkrieg ist nicht mein Lieblingssetting. Ich mag das nicht. Da müsste man mit sehr, sehr viel Feingefühl rangehen, um mir das schmackhaft zu machen. Und Godlike, das Ganze mit Superhelden zu garnieren, gefällt mir auch nicht so richtig. Die hätten einen Unterschied machen können. Und wenn man sich schon ein historisches Setting nimmt, dann doch bitte etwas Unterhaltsameres und nicht das. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Das kann man anders sehen. Gerade britischen oder amerikanischen Ausland wird das auch anders gesehen. Deswegen gibt es auch diverse Spiele in dem in dieser Ära. Gierkrieg zum Beispiel oder so. Godlike ist dann halt da die Superhelden-Variante. Wie gesagt, ist nicht meins. Solange man auf der Seite von Captain America spielt. Das ist, glaube ich, so gedacht. Okay. Dutzendweise Nazis umzuschießen, damit Da kann man nichts gegen sagen, ja. Aber das muss nicht in diesem. Ich mag das Setting nicht. Das ist nicht das, wo ich meine Freizeit verbringen möchte, mental. Kann ich sehr gut verstehen. Und ich habe einiges dazu, einige Abenteuer und so weiter, weil ich es in einem Paket bekommen habe. Grüße an Armin, von dem ich die habe. Und ist nicht mein Setting, aber gehört mit in die Sammlung, weil es ein Rollenspiel ist. Und durch die Perspektive, die es hat, fühle ich mich auch relativ sicher, das hier zeigen zu können. Es gibt auch Rollenspiele, die würde ich hier nicht zeigen. Ja, das haben wir ja durchaus schon gesagt, dass es manche Dinge gibt, die hier einfach nicht auftauchen, weil sie es nicht verdient haben. Richtig. Godlike kann man machen, wenn man dieses Setting so haben möchte. Wie gesagt, ist nicht mein Geschmack. Dazu kann ich vielleicht dich noch mal kurz entlasten. 2009 kam Operation Fallen Reich raus, was auch so eine Art Cthulhu im Dritten Reich ist mit komischen Gestalten dahinter von irgendwelchen durchgeknallten Schweden. Ich weiß gar nicht, ob es die Anfangszeiten von früher Ligern waren oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann mal für 13 Mann übersetzt. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu übersetzen, weil das didaktisch sehr gut aufgemacht war, mit unglaublich viel Humor daran ging und man natürlich die Leute gespielt hat, die sowohl die bösen Dämonen als auch die Nazis aufhalten. Aber das ist auch in einem Giftschrank verkümmert und nie auf Deutsch erschienen, weil man dann vernünftigerweise eingesehen hat, dass das einfach hier keinen Platz hat und wahrscheinlich auch ziemlich wie Blei im Regal liegen wird. Aber das hat unfassbar Spaß gemacht, das zu übersetzen, weil das halt auch wieder so der skandinavische Take vor allem auf England war. Und das hat echt Bock gemacht. Also ein bisschen schade, denn das hatte so eine Charaktererstellung, die wie Spiel des Lebens war. Du hattest so ein Spielbrett, bist da drüber gelaufen mit einem Männchen, hast gewürfelt und hast dann halt jeweils die Geschehnisse in deinem Leben und die Veränderungen auf deinen Charakter, die auf dem Charakterbogen notiert. Das war echt cool, auch eine coole Idee. Ich werde mal irgendwann, wenn ich unfassbar einflussreich bin, Verlag zwingen, sowas hier in Deutschland rauszubringen. Also jetzt nicht damit, aber allein diese großartige Idee, das ist ja so ein bisschen wie die Charakterbücher von Beyond the Wall und sowas in der Brettspielvariante. Das klingt aber süß. Ja, ich habe das übersetzt, es hat Spaß gemacht und ja, es ist wahrscheinlich völlig zu Recht nicht auf Deutsch erschienen. Okay, Thomas, ich habe dir wieder etwas Puste gespart. Du kannst loslegen. Ich wollte nur kurz noch einwerfen, irgendwas mit gegen die Nazis oder dergleichen. Letztes Jahr kam ja Eat the Reich raus, oder es kommt. Es ist gerade im Kickstarter. Es ist gerade im Kickstarter, genau. Ja. Eat the Reich, was einfach den besten Titel hat. Punkt. Also, es ist ein kleines Motorhead-Scherzchen geht doch immer. wenn man Superhelden will, sollte man doch zum Original greifen. Und auch da hat das Jahr 2012 was zu bieten. Nämlich Marvel Heroic Roleplaying von
Margaret Wise Games. Ah. Ja. Bei diesem Verlag ist tatsächlich ein Superhelden-Rollenspiel erschienen und zwar tatsächlich lizenziert. Marvel selbst hat ein Rollenspiel rausgebracht. Das ist ich glaube, so, das da hättest du auch ohne Lizenz besser wirklich nicht rausgebracht. So. Das hätte Probleme gegeben. Den größte Klagehammer. Ne? Bam. Das Einzige, was du noch schlimmer hättest machen können, wahrscheinlich wäre ein Disney-Rollenspiel ohne Lizenz. Die machen ja ihre Rollenspiele inzwischen selber. Hier allerdings das Besondere ist, dass eben diese Lizenz vergeben worden ist an einen Verlag, der ansonsten bisher noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Margaret Wise selbst eben. Da ist einiges passiert auch. Gut, Margaret Wise kennt man als Dragonlance-Autorin. Und in dem Verlag sind auch ein paar Sachen erschienen, aber dass die dann so eine Lizenz an Land ziehen können und dann hier tatsächlich die offiziellen Spielwerte von Wolverine Ping und Storm und Spider-Woman und Spider-Man. Welche jeweils? The OG Spider-Man. Ja, natürlich. Shadow Cat, Sentry, Miss Marvel, Luke Cage. Oh, cool. Ja, die sind alle hier drin. Und ja, mit denen kann man spielen, gegen die kann man spielen. Man kann sich seine eigenen Helden basteln. Das Ganze ist sehr, sehr bunt gestaltet und relativ wenig Text auf den Seiten. Man könnte jetzt böse sagen, das kommt dem Comicleser entgegen. Das ist aber nicht wahr. Die Leser, gerade wenn sie so tief in der Lore drin sind, dass sie verstehen, was hier tatsächlich passiert, die wissen auch, dass die können auch durchaus Texte lesen, auch längere. Das System selber ist ziemlich einfach auch gehalten. Da ist jetzt keine große, kein großes Ding dabei. Bei den Charakterbeispielbögen hier jetzt von den Bösewichten zum Beispiel ist angegeben, welcher Würfel verwendet wird und das auch mit Abbildung eben dieses Würfels. Das sollte tatsächlich Comicleser dazu bringen, Rollenspiele zu spielen und es hat eine Menge Aufregung über dieses Spiel gegeben, eben weil es diese Lizenzvergabe in dieser Form so gegeben hat. Und ja, haben eine Menge Leute von Marvel auch selbst mitgearbeitet. In den Credits stehen sehr, sehr viele Menschen drin. Das ist tatsächlich, wie gesagt, aus 2012, als Marvel noch Marvel war. Margaret Wise ist übrigens aktuell noch bei diesem X, wozu wir alten Leute Twitter sagen, relativ aktiv, solange das die Oberfläche noch nicht implodiert. Sie macht zwar mehr zu Hunde-Agility, aber spätestens seit Dragonlance wieder für D&D 5 rauskam, ist sie auch da wieder rollenspielig unterwegs. Und wenn man sie verlinkt, antwortet sie immer sehr schnell und freut sich immer drüber, wenn man irgendwelche Dragonlance-Sachen dort postet. Also finde ich cool, weil müsste sie ja nun wirklich nicht mit ihrem Status und Alter, sollten wir vielleicht nicht so hervorheben. Ja. Mit ihren Verdiensten. Also Verdiensten. Sie und Tracy Hickman waren auch wieder auf der Gen Con und sehr aktiv und haben einfach mit vielen Fans da auch geschnackt. Die haben ja einen neuen Roman raus und dementsprechend vor 6 Jahren auf der Gen Con habe ich mich tatsächlich überwunden, weil ich schon ein bisschen Fan-awestruck war, Fangirling war und habe sie interviewt und sie war unglaublich nett. Ja. Ganz entspannt. Den Eindruck habe ich auch. Ja. Also wirklich ganz entspannt. So dieses so, sie weiß, dass sehr viele Leute ihre Bücher gelesen haben, aber sie macht da kein Ding draus. Fand ich sehr angenehm. Und die beiden neuen Dragonlance-Romane sind wirklich gut lesbar. Echt? Also, ich habe mir die noch nicht angeschaut. Ich habe den ersten gelesen, den zweiten habe ich hier liegen und werde ihn demnächst auch mal lesen. Aber kann man echt machen. Also, okay. Ja, selbst, also ich bin ja sowieso nicht schlimm dogmatisch, aber ich glaube, selbst wenn man Dragonlance oldschool dogmatisch ist, sollte man da immer noch genügend Spaß dran haben. Flott geschrieben, okay, Handlung läuft, liest sich süffig runter. Nice. Genau. Hier habe ich noch was jetzt für den Moritz. Oh, ich habe Angst. Nee. Das Wickedly Errant Role-Playing Game, Old School, heißt die Fantasy-Variante davon.
Einer der D&D-Retro-Klone von Game Week Games in diesem Fall. Ja, auch aus 2012, $20 hat das gekostet. Macht nicht viel her, ist auch ziemlich untergegangen, aber dieses Wickedly Errant Game System ist tatsächlich ein massiv vereinfachtes D&D-System, wo einfach eine Menge Sachen rausgeflogen sind, die andere Oldschool-Rollenspiele dann noch aufhalten. Aber also du hast den Eindruck, dass es nicht einfach eine alte Edition modernisiert ist, sondern es ist eher, dass er sich der D3 oder 3.5 und das verschlankt, also die Richtung. Ja, massiv. Okay. Also die Attribute heißen anders, aber das macht gar nichts. Also Prowess, Ruggedness, Stealth, Ingenuity, Grace und Sanity. Das sind die Attribute. Das heißt, es ist ein komplett anderer Ansatz, aber wer Oldschool-Rollenspiele, diese Oldschool-Revival-Rollenspiele spielt, wird im Spiel sehr, sehr vieles wiederfinden, was einfach dazugehört. Nur sie heißen hier anders, sie funktionieren auch ein bisschen anders, sind anders aufgeteilt. Und hat bestimmt auch keine OGL hinten drin, oder? Nee. Weil sonst hätte er sich ja den Unsinn mit den bescheuerten Attributstiteln Namen nicht einfallen lassen müssen. Warum findest du, dass Grace ein unsinniger Attributstitel ist? Nein, sonst hätte er ja die klassischen 6 nehmen können und einfach die OGL hinten reinballern. Ja gut, Sanity und sowas ist schon auch alles ein bisschen unterschiedlich, aber man merkt, in welche Richtung es geht. Aber ich finde es gut, dass man hier mit Grazie scheitern kann. Das wäre mein tägliches Brot. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich gerne, einfach generell. Dann habe ich jetzt hier zwei dicke Brocken, die ein Thema haben. Und zwar sind das Pen-and-Paper-Varianten von Tabletop-Spielen. Wir hatten ja gerade schon die Games Workshop-Variante. Bitte? Ich habe eine Vermutung. Ich bin gespannt. Ja, tatsächlich. Du liegst richtig. Ja, das ist die erste. Und Iron Kingdom ist die zweite. Ey, ich habe beides übersetzt. Echt? Also ich habe tatsächlich das Volsung-Rollenspiel einmal übersetzt und ich bin eine von 3 Leuten mindestens, die es übersetzt haben. Und ich weiß nicht, welche Version am Ende jetzt tatsächlich irgendwann mal erscheinen wird. Wir waren alle beteiligt. Und Gott. Wir waren alle beteiligt. Die deutsche Variante hiervon ist jetzt gerade im Vorverkauf. In einer Box mit Dingen drin. Warte, ich bin mir nicht sicher, ob ich vom Tabletop oder vom Pen and Paper übersetzt habe, weil es schon echt lange her ist. Ja, das ist die englische Version jetzt hier von Volsung. Ursprünglich ist das auf Polnisch erschienen. Und es sind einige Sachen, die in der englischen Variante anders übersetzt worden sind, als sie im polnischen Original gewesen ist, sind in der deutschen Version wieder so, wie sie die polnischen Publisher gerne gehabt hätten. Manche sind so wie in der polnischen Variante, manche sind so wie in der englischen Variante. Da ist also in der deutschen Variante ist da das aktuellste und überarbeitetste Regelwerk drin. Volsung ist ein Steampunk-Fantasy-Rollenspiel. Wieder, wir haben das Thema, wo zwei eigentlich nicht wirklich gut zusammenpassende Settings gemischt werden. Wir haben ein mystifiziertes Europa mit sehr coolen Änderungen der Länder. Also ich mag zum Beispiel die schweizerischen Zwerge. Ich finde das total gut, das gefällt mir sehr gut. Es gibt eine matriarchalische Halblingsmafia, reiche Haushalte haben ihren eigenen Dampfboiler im Keller, Gaslicht oder Mana-Licht, je nachdem, wie man sich das leisten kann. Aristokratische Elfen mit Eisenallergie, gnomische Golembauer, Orks, die mit Geistern reden, Oger, die es nur in männlich gibt, Trolle, 20 Nationalitäten und das ist hier ein 512 Seiten starkes Softcover-Regelwerk, auch hier mit der Möglichkeit am Rande zu finden, schon am
an der Kante zu finden, wo man denn gerne hin möchte. Ein schnelles System, ein wirklich actionorientiertes Regelsystem. Steht auch drunter, a game of cinematic action. Und das hält es auch tatsächlich. Das geht wirklich schnell. Am Tisch ist das, da sind, ja, es sind Würfel und Tokens mit dabei, die dazugehören. Das macht aber nichts. Im Spiel geht das echt schnell. Und am Tisch kommt da richtig Action dabei auf. Und das, also Wolfsburg macht mir Spaß. Kommt von einem Skirmish-Tabletop mit relativ kleinen Einheiten. Also nicht wie bei den Only-War-Sachen, wo man backblechweise irgendwelche Püppchen auf den Tisch stellt, sondern da hat man ein kleines Team von Leuten, die da agieren oder in den Gefechten teilnehmen. Und ja, Wolfsung, mir hat das Spaß gemacht, das zu spielen und auch das zu lektorieren. Ja, ich finde, ihr solltet das definitiv unbedingt unterstützen, in irgendeiner Form. Denn da ist viel Arbeit und Liebe reingeflossen und das ist auch cool in seinen Zwischenphasen, die ich kenne, gewesen und bestimmt noch besser geworden jetzt am Ende. Ich habe mich jetzt daran erinnert, ich habe tatsächlich das Kirby-Spiel, habe ich was übersetzt, was ich dann auch nie verwendet wurde. Ich wäre ein bisschen schockiert gewesen, wenn du das, was ich korrigiert habe, übersetzt hättest. Da zweifle ich dran, dass du das so brutal hingekriegt hättest. Also, ja. Ich das weiß es nicht. Es ist auch lange her. Nein, das war alles sehr schwierig und das war garantiert nicht von dir. Okay, gut. Das ist durch eine Menge Lektorate gegangen. Ja. Aber das zweite Tabletop, was umgesetzt worden ist, ist War Machines. Das wurde zu dem Pen and Paper Iron Kingdoms. Es gibt auch noch die Hordes-Variante, das ist Unleashed. Steht da hinten, ist, glaube ich, ein Jahr später oder so erschienen. Wir haben, das ist von Privateer Press, 360 Seiten Hardcover. Full Metal Fantasy ist der Untertitel davon. Und ja, damit hat man halt tatsächlich eine Zielgruppe angesprochen, die beim Tabletop nicht so auf den letzten Millimeter achtet, sondern die das tatsächlich sehr casual angeht, die sehr kompetitiv spielen, aber dabei weniger. Also ich habe die Community von War Machine und Hordes sehr positiv erlebt, bis eben die MK3-Regelversion erschienen ist. Danach haben sie sich abgewandt. Ja. Ja, das hier ist ein D20-Regelsystem, also mit der Open Gaming License. Und ja, wie man es kennt, diverse Völker, diverse Karrieren heißen die Charakterklassen hier. Alchemisten, Arcane Mechanics, Arkanisten, was wieder was anderes ist, Aristokraten, Bounty Hunter, Cutthroat, Duelist, Explorer, Fellcaller, Field Mechanic, etc., etc., etc. Sehr, sehr viel Material da, was sich halt tatsächlich aus dem Tabletop heraus ergeben hat. Da war das Material einfach schon da. Es gibt eine Menge Sachen, die für mich nicht so schön sind. Erstens, Tabletop-Welten sind immer darauf ausgelegt, Konflikte irgendwo herzuholen. Und dann ist das Zusammenspielen unterschiedlicher Völker, zum Beispiel in einer Gruppe von Abenteurern, schwierig. Dunkelelfen und Menschen oder Zwerge, ob die so gut miteinander auskommen. Ja, das kann man alles hinkriegen, aber das ist ja schon bei DSA schwierig. Hier haben wir noch dazu Mechanika. Das ist mit A geschrieben. Das ist die Kunst, Technologie und Magie zu verbinden. Dafür gibt es immer ein Casing, also echte Crafting-Regeln für so diese Mechanika-Gegenstände. Tränke brauen, diverse Paraphernalia, die man sich machen muss. Diese Steam Jacks, das sind diese Roboter, nein, nicht Roboter, sondern tatsächlich Kampfanzüge und oder Roboter. Nee, es sind tatsächlich Roboter, die haben so eine Seelenmatrix drin, aber da stecken keine Personen drin, tatsächlich. Sind sie nicht auch bemannt? Ich weiß es gar nicht. Sind Max. Ja. Ja, nicht soweit ich weiß. Also die Steam Jacks sind, also du brauchst immer einen Magier, der sie steuert. Mhm, ja. Sonst sind sie nutzlos. Genau, also die
können nicht von alleine agieren, sondern sie brauchen quasi einen Magier, der mit ihnen in Verbindung steht, damit sie sinnvoll Dinge tun können. Genau. Also. Wollt ihr mal noch was total Überraschendes hören? Ich habe das total oft gespielt. Echt? Da hättet ihr nicht mit gerechnet. Und ich möchte hier Phil und Jonas grüßen, die das für mich professionell geleitet haben. Also wir haben wirklich viel dieses merkwürdige Spiel gespielt, was überhaupt nicht so mein Ding ist und was jetzt vermutlich die halbe deutschsprachige Rollenspielwelt in Verwirrung stoßen wird. Ich bin nur überrascht, weil ich fast niemanden kenne, der es gespielt hat. Ich habe es ein, zweimal gespielt, weil der Michael Mingers es sehr mochte, das Setting. Und ich muss sagen, die Welt ist auch nicht also wirklich nicht uncool. Die ist halt so von der Kleidung und allem und abgesehen halt eben davon, dass du Mechanikerzeugs hast und Magie generell und übernatürliche Wesenheiten, ist die halt eher so napoleonische Kriegszeitmäßig. Und hat auch sehr logischerweise einen Schwerpunkt auch aufs Militär. Ich weiß, ich habe ein zwei, drei Kapitel aus einem Erweiterungsband, der mehr Hintergrund zu den Iron Kingdoms liefert, übersetzt. Und da ging es unter anderem seitenweise um die Struktur des Militärs jeweils. Wie viele Leute kommandiert eigentlich ein Lieutenant hier? Solche Sache, ja. Also, aber ich habe einen Faible für die Zeit, die sich als Vorbild genommen wurde und für diese Militärabenteuersachen. Ich habe als Teenager ganz viel Sharps Rifles Romane gelesen und sowas. Mhm. Und deswegen, aber es ist teilweise furchtbar crunchy, das Spiel. Ja. Also so einen Steam Jack irgendwie mit Regeln auszustatten, da bist du eine ganze Seite irgendwie nur mit verschiedenen Auflistungen von Waffen und Fähigkeiten und so einem Schema, das dir sagt, wie viele Punkte der wofür was irgendwie benutzen kann, schon irgendwie dran. Das muss man wollen. Ich hätte es auch nicht leiten wollen. Ich habe einen Scharfschützen gespielt und das ging so, dass ich das verstehen konnte. Alles gut. Also hier hat auch jeder Spielercharakter, jede Spielfigur hat zwei Karrieren. Also man hat immer zwei Charakterklassen. Und wer weiß, wie die Klassen von D und D3 oder D20 funktionieren, der weiß, dass zwei Karrieren oder zwei Klassen zu jonglieren nicht so ganz einfach ist. Also regelmechanisch. Aber was ich ansprechen wollte, war, oder das Thema, Rollenspiele nach Tabletop-System. Die beiden hier haben jetzt mit dem Tabletop selber oder jetzt so spielerisch, spielmechanisch gar nicht mehr so viel zu tun. Bei MechWarrior oder MechKrieger konnte man ja tatsächlich mit den Werten, die eigene Spielfigur hat, den Battle-Mech pilotieren und damit das Tabletop spielen. Also ein direkter Übergang, eine Verbindung zwischen den beiden Spielvarianten. Wie würdet ihr das sehen? Fändet ihr das gut, wenn man das verbinden könnte, dass man also eine Rollenspielkampagne nimmt und dann die Kämpfe oder die Konflikte tatsächlich als Tabletop austrägt? Das klingt immer viel praktischer, als es dann in Realitas ist. Also ich kenne Leute, die haben das gemacht, auch mit Warhammer. Mhm. Aber das ist immer sehr aufwendig. Das ist wieder so ein von jemand muss sich die Zeit nehmen und das alles vorbereiten. Und wenn du diese eine Person in der Gruppe nicht hast, die sich da wirklich mit allem reinkniet, ist das keine gute Idee. Nee, die Arbeit muss sich jeder mit den Sachen machen, die er selber dann mitbringt. Nee, erfahrungsgemäß funktioniert es so nicht, weil du findest nie eine ganze Gruppe, die bereit ist, mehrere Systeme parallel zu lernen, sondern am Ende ist es eine Person, die das für alle anderen macht. Okay, also in unserem Dragonlance-Studio funktioniert das. Wir spielen mit 3D-Dungeons und da hat jeder seine eigene Figur, auch als Miniatur und so. Und auch das, was dazugehört. Also auch die zum Beispiel die Aber das ist immer noch alles D&D, oder? Ja, das ist alles noch D&D. Nein, ich meine, dass du halt tatsächlich in verschiedenen Ebenen spielst, dachte ich. Dass du spielst in Pen and Paper und dann gibt's eine Schlacht und dann spielst du die Schlacht aber mit den Regeln, mit den Skirmish-Regeln von dem Tabletop. Genau. Nicht so, dem gleichen. So wie es bei Battletech auch funktioniert hat. Also da hattest du deinen Mech-Krieger und mit dessen Werten hast du den Mech pilotiert. Ich hätte auch ein Beispiel genannt, was so ist wie das, was Thomas hatte. Es gibt ein uraltes D&D-Abenteuer B10 Night's Dark Terror und da gibt es eine Belagerung von einem kleinen, na, noch nicht mal ein Dorf, im Prinzip nur ein Städtchen, so ein Bauernhaus.
Und dafür gibt es dann in diesem Abenteuer so Token und einen großen Bodenplan und so. Und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch lange D&D 4 gespielt. Da ist es halt immer und permanent so, dass du einen Skirmish an den anderen hängst und dann ist es wieder was anderes. Ich finde das mal als Abwechslung cool, aber wie Mairi sagt, mit demselben System. Nicht, wenn ich dann noch zwischen zwei Systemen jonglieren muss, hätte ich, glaube ich, persönlich keinen Bock drauf. Und zwei komplett unterschiedliche Spiele ist ja dann treffen die sich ja nicht. Dann hast du halt Ja, einmal das das. Rollenspiel, hast einmal das Tabletop, dann ist es ja Wumpe. Wenn, hätte ich es tatsächlich gerne kombiniert irgendwie, aber Ja, es muss das gleiche, die gleichen Regelmechanismen haben. Also da muss eine Kompatibilität und ein Ineinandergreifen der Mechanismen da sein. Die wenigsten Tabletop-Mechanismen würden mir Spaß machen im Pen and Paper. Also ich finde zum Beispiel das Regelsystem vom Infinity Tabletop ziemlich gut. Das ist ein W20-System. Und Wenn ich jemals wieder Rauchgranate höre, schreie ich. Ich werde das testen und heute im Verlauf der nächsten Stunde immer ab und zu mal Rauchgranate sagen. Du hast bestanden. Test 1 bestanden. Okay. Der Chat hat gerade noch auf D&D War Machine hingewiesen. Im Ausbauset von den vier D&D-Boxen aus den Mit-80ern gab es tatsächlich diese auf Deutsch schön Kriegsmaschine übersetzte Kriegsmaschine, wo du dann, wo du dann Regeln dafür hattest, wie du auch größere Schlachten abhandeln konntest. Das war wirklich dann ein komplett anderes System, aber das habe ich damals in der Tat gerne gespielt, jetzt wo ich daran erinnert werde. Aber das war ja sowieso ab Stufe 9, konntest du ja dann deinen eigenen Bereich irgendwie als Charakter mit Unterstützung von anderen Charakteren und gemieteten Leuten verwalten. Da hattest du sowieso außerhalb des Spiels schon diese Reichsverwaltung und dann hattest du noch diese Massenschlachten. Auch das hat cool funktioniert. Hätte ich aber jetzt nicht dran gedacht in dem Zusammenhang mit gleiches System Tabletop und Rollenspiel. Okay, Entschuldigung, Thomas war schon beim nächsten gelandet. Und sehr gut, ich wollte nur bemerken, haben kurz 2011 nachgeholt und sind jetzt noch nicht mal bei den deutschen 2012ern und haben Oh deutlich über shit! eine Stunde. Go, 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 Das go! läuft bei uns. Ich mach mal ganz schnell. Und zwar vorletztes ist Oh shit! Hellas. Hellas! Hellas. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein Buch im Format tatsächlich. Ja, es ist tatsächlich heroisches Griechenland. Die griechischen Sagen und so weiter gelten, sind hier der Hintergrund. Es hat eine Fantasy-Komponente dabei. Das heißt, das, was da so an Dingen zwischen Himmel und Erde passiert ist, passieren auch hier. Und Life-Path-System von Omega Systems. Kepera Publishing hat das herausgegeben. Die haben auch den Kerberos Club als Pulp herausgegeben. Und Hellas ist die griechische Variante dazu. Und letzter ist Yggdrasil von Cubicle 7. Das wird die Mairi wieder freuen, denn das ist im Original von Septième Cercle, die auch Tyr in the Warring States gemacht haben. Ich habe nachgeguckt, es ist nicht kompatibel, hat also damit nichts in dem Sinne zu tun, dass man es mischen könnte oder sowas. Hier geht es tatsächlich um die historisch akkuraten Skandinavier zur Zeit der ja, klassischen Wikinger-Ära. Auch hier haben wir ein Setting, was es so in der Historie wahrscheinlich gar nicht gegeben hat, was sich aber zum Spielen der Fernsehserie Vikings offensichtlich ziemlich gut eignen würde. Ja, Yggdrasil. Gut, das war 2012. Gut, dann gehen wir in den deutschsprachigen Bereich und ich mache das flotter. Zum einen ist 2012 ein Jahr, wo sehr wenig große Sachen rauskommen und sehr, sehr viel Eigenverlagsdinge, wo ich nur zu wenigen was sagen kann. Vielleicht könnt ihr beiden mich da ein bisschen ergänzen. Zum einen ist jedes Jahr eigentlich kommt was von Arne und seinem 1W6-System raus. Und wenn es nur zum Gratis-Rollenspieltag ein cooler Beitrag ist, die sind alle hier irgendwo in den Regalen. Aber weil es halt nur so gefaltete Zettel sind, finde ich die nie
Ich habe hier alles durchwühlt die letzten 2 Tage. Im Jahr 2012 war es 1W6 Ante Portas. Ich kann mich nicht erinnern, dass es um Loriot ging, also muss es irgendwas anderes, vielleicht irgendwas mit Römern gewesen sein, man weiß es nicht. Dann. Oder es geht darum, ab welcher Menge Abnahme man einen Rabatt auf Senf und andere Dinge richtig bekommt. Und ja, wenn ich gleich 2 Paletten nehme, ja, dann wirklich 100 Selbstverlagssachen. Wie gesagt, Jonas macht sich da sehr verdient drum. Kenne ich alle nicht, obwohl 2012 ein Jahr ist, wo ich echt tief in der deutschen Szene gesteckt habe. Wir haben Der Drachensturm im Selbstverlag von Stefan Glocke und Detlef Rüther. Drachensturm. Noch nie gehört. Ich hoffe, ihr macht auch so gut. Wir haben Tanduria im Selbstverlag von Ralf Kurzifer. Da kennen wir wenigstens Ralf Kurzifer, der ja viele Soundtracks zu allen möglichen Rollenspielsystemen macht. Aber von Tanduria habe ich noch nie gehört. Dann haben wir Dragonfall von Steffen Hörer, Frank Mannis und Thomas Viereckel. Dragonfall. Ah! Kannst du auch was sagen oder kannst du es nur tapfer hochhalten? Also ich weiß, man kann es über die Redaktion Fantastik beziehen. Okay. Es ist ein drachenorientiertes Fantasy-System von Neferatu Games. Gespielt habe ich es leider auch noch nicht. Gut, dann machen wir weiter mit 400 Schnellverlagssachen, sodass wenigstens das Jahr 2012 schnell erledigt ist. Wir haben dann Talk, aber mit einem H hinter dem T. Im Selbstverlag von Michael Giesendorf habe ich auch leider nicht gespielt. Dann gibt es im Selbstverlag, das heißt schnell mal eben, finde ich großartig, ich werde das nachher entspannt googeln, wobei ich nicht weiß, ob man schnell mal eben Rollenspiel irgendwie große Erfolgsaussichten hat. Dann kommt jetzt was von Patrick Bock, Ambeth Animes verzaubern. Das kenne ich nicht, aber in den nächsten Jahren kommen noch 100 Sachen von Patrick Bock, die ich alle habe, weil ich für den viel korrigiert und lektoriert habe, einfach aus Freundschaft und Freundlichkeit. Aber Ambeth kann ich nichts zu sagen. Es gibt Hellebarden und Helme, kann ich nichts zu sagen. Aber jetzt kommen Sachen, zu denen wir alle irgendwas sagen können und die wir alle in unseren Regalen stehen haben. Erstmal wieder was Kleines von Nipajin, also aus der Nipajin-Reihe von Ludus Leonis. Wir alle wissen, Nipajin heißt, hört sich für mich als unbegabten Mitteleuropäer irgendwie japanisch an, heißt aber nur, niemand ist perfekt, aber jeder irgendwie nützlich. Aber das im Jahr 2012 erschienene Teil heißt Kurai Jikan, dunkle Zeiten. Mairi, ist das irgendwas Fernöstliches oder verarscht er mich wieder? Das sind japanische Worte. Der Hintergrund ist, das Inselreich Hinokuni ist in Gefahr. Durch einen dichten Nebel geschützt unterwerfen Oni und ihre Handlanger die Bevölkerung. Doch die Bewahrer der Tränen der Sonnengöttin, die schon einmal Licht in die Dunkelheit gebracht haben, sind auf diese Situation vorbereitet. Also das hört sich schon zumindest irgendwie fernöstlich an für mich. Ist schön aufgemacht für so ein kleines Produkt wieder von Ludus Leonis aus Österreich. Ein nettes kleines Teil. Dann, also ich glaube, jemand hat versucht, finstere Zeit auf Japanisch zu machen. Ah. Kurai ist das Adjektiv für finster und Jikan ist Zeitalter oder Zeit. Ja. Dann ist ja der Untertitel Dunkle Zeiten relativ Dark Angel. Ja, das ist korrekt. Aber ich glaube, es müsste Kurai no Jikan heißen, wenn es keine feste Setzung ist. Aber mein japanischer Unterricht ist lange her. Wir sollten jemanden fragen, der sich damit auskennt. Okay. Dann hatte Ulysses eine Reihe gestartet. Thomas, du guckst schon hoch. Weißt du, welche Reihe es ist? Nämlich die Capornia-Reihe oder Capornia. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Echt? Das ist Teil 1 ist Lug und Trug mit Doppel-G. Capornia war, glaube ich, die offizielle Aussprache. Ich habe die witzigerweise komplett alle im Regal stehen und sie sind halt auf Basis dieser Abenteuerspiel-Engine, wo wir auch John Sinclair beispielsweise mit erlebt haben. Genau. Ich erinnere mich. Also, das ist wirklich so, du kannst es hier aus dem Buch einfach vorlesen und loslegen und musst vorher nichts vorbereiten. Das läuft so. Und es klappt auch. Diese Capornia-Reihe
versucht witzig zu sein, das ist immer schwierig im Rollenspiel. Ich möchte da auch nicht mehr zu sagen, aber es funktioniert auf jeden Fall vom Spiel her. Ob der Humor dann funktioniert, ist eine andere Sache. Die Rückkehr der Jeti-Ritter. Ja. Es ist sehr Dad-Joke-lastig. Warte, jetzt werde ich für euch kurz losziehen. Jetzt holt er die verschiedenen Abenteuer, die haben alle solche Titel. Eieiei. Und sie sind halt, also es ist grenzwertig, ich finde es kein Rollenspiel, es ist halt schon Erzählspiele, weil im Grunde ist die Story fest. Es ist aber das Gegenteil von Erzählspiel, finde ich. Erzählspiele sind ja komplett frei und das hier ist komplett gescriptet. Also du darfst ab und zu mal einen Würfel irgendwo hinwerfen. Du hast recht, ja, es ist ein Railroad-Spiel. Ja, genau. Ein Vorlesespiel, Ich sollte oder wollte nämlich ein Abenteuer für das John Sinclair-Spiel schreiben, wo ich auch den Auftrag für hatte. Ich habe großartig recherchiert zu sämtlichen Legenden von Cornwall, weil ich da total Bock drauf hatte. Das ist auch vom Ideenpool her super geworden, aber ich konnte damals nicht so ein gelenktes Abenteuer schreiben. Das ging nicht. Ich konnte das mit diesen Fingern nicht in eine Tastatur tippen. Mittlerweile kann ich ja alles, das ist ja völlig wurscht. Ah. Also Leute da draußen, Moritz kann alles, egal wofür er schreiben soll. Also ich habe geguckt, wir haben die Rückkehr der Yeti-Elfen. Oh, Entschuldigung, der Yeti-Elfen. Sklaven für den Ninja-Gott. Ja, okay, das Tal der Riesen, das Wunder von Schwarzfurt und die Insel der Piranha-Menschen. Ja, und es ist halt, es heißt ein Fantasy-Film zum Nachspielen, weil sie so sagen, wir spielen unseren eigenen Film, wir haben so 90, 120 Minuten, in denen wir das tun können. Macht mal. Finde ich als Konzept cool. Hat sich nicht, hat aber nicht funktioniert. Nee, hat sich nicht so durchgesetzt. Ich glaube, ich habe die einzigen Exemplare gekauft hier. Ich habe hier noch der illusionäre Kerker der furchtbaren Monster und Fallen. Ja, ach so, die dann ganzen Promo-Sachen, die sind irgendwo, ja. Und der Jäger der verlorenen Smaragde. Ja. Okay, dann gab es. Es ist Thomas absolut ehrlich, was es sein will. So. Ja. Ja. Thomas, wolltest du noch? Sonst, nein, mach weiter. Auch für mich nicht typisch. Ich habe zwei Fate-Varianten auf Deutsch aus diesem Jahr. Einmal das schicke kleine Free Fate im Taschenbuch. Ach, das ist doch viel später. Geh weg. Ja. Und dann kam als Crowdfunding bei Start Next diese wunderbar schöne Fate to Go Box im Stahlpack raus, wo innen drin kommt. Ich mache die für euch mal auf und kriege die danach ein Steelbook. Nie wieder so zusammengebaut. Da drin haben wir erstmal Timmy sagt Danke. Gern geschehen, Timmy. Dann haben wir hier diese wunderbaren Regelhefte mit Ring-Schnuppi. Cute. Wir haben grüne Token. Wir haben jede Menge kleiner Kärtchen. Wir haben unsere vier Fate-Würfel. Wir haben den glitzernden Fate-Club. Ausweis. Oh! Nie benutzt. Oh. Das ist schade. Dann die Token dürfen noch auf die grünen Nuppis geklebt werden. Es gibt Fahrplan für Spielleiter und für Spieler und es gibt diesen formschönen schwarzen Bleistift. Oh. Also ein absolutes Träumchen und ich werde das nie wieder so zusammengepackt kriegen. Ich nehme mir den morgigen Tag Zeit dafür. Denn du hast ja Box, Ferien. Genau, ich habe noch 2 Wochen Ferien, diese Box. Aber die ist der Hammer. Die ist eines der schönsten Sachen, die mir am liebsten ist in all meinen Regalen. Und lasst uns das hier nicht vergessen. Das gehört mit dazu. So. Okay. Falls ihr euch gefragt habt, was LehrerInnen in den Ferien machen. Ihre Fateboxen wieder zusammen. Genau, die sortieren alle ihre Fateboxen. Und das ist könnte tatsächlich das erste, zumindest erste größere Projekt von Pro Indie gewesen sein. Also von Ami und Kathi Schad. Dann habe ich nicht mehr, ich besaß es aber mal, Seelenfänger von Jörg Köster, der mittlerweile bei der Redaktion Fantastik gelandet ist. Das Neue habe ich dann demnächst auch, Thomas sucht schon. Aber diese erste Auflage habe ich einfach nicht mehr gefunden. Die habe ich besessen. Sie ist irgendwo verschollen, verschenkt oder steht noch da. Dann Contact, das taktische UFO-Rollenspiel, was bei Uhrwerk erschienen ist, als riesige Reihe vom grandiosen Robert Hamburger, aber
Ich liebe es sehr, aber ganz ehrlich weiß ich nicht, ob man das spielen kann. Aber die Quellenbücher dafür, allein das Waffenbuch für Contact, ist eines der spektakulärsten Bücher, was ich jemals in Händen gehalten habe. Also Contact, ich fürchte, es ist auch als Serie nicht bei Uhrwerk so, hat Uhrwerk nicht komplett zu Millionären gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das verkauft hat, weil das alles sehr, sehr wertige und tolle, bunte Hardcover waren. Tolles Material. Wir haben es zweimal versucht zu spielen. Es war so unfassbar clunky. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es war echt schwierig zu spielen. Es wollte halt vom Prinzip her wie das UFO-Computerspiel, so strategisch, taktisch Es, sein. ja, die Abenteuer sind auch teilweise 1:1 die Missionen. Also es ist Ja. legally distinct. Aber ja, da muss man, glaube ich, wirklich sehr auf diesen immens taktischen Kampf Ja. stehen, wo du den ganzen Tag auch wirklich mehrere Stunden nur an einem Kampf sitzt. Meins ist es nicht, muss ich zugeben. Ja, aber taktische Rollenspiele gibt es nicht so viele, von daher Ja, hat es das seine stimmt. Das Daseinsberechtigung. hat es definitiv. Und das ist auch einfach ein tolles Ding. Die ganze Reihe ist super. Die Quellenbände sind einfach unfassbar schön und unfassbar tief in sämtlichem, was sie tun, von den Werten wie auch den Geschichten her. Also coole Sache. Dann nochmal Uhrwerke. Ich habe leider gerade nur das limitierte Space 1889, was ja dann genau, Thomas, du hast bestimmt das Vulgäre, was einfach auch sehr, sehr schön ist, was neben Hollow Earth Expedition dann das zweite auf Ubiquity basierende System von Uhrwerk war. Und ja auch eine riesige Palette an Material noch nach sich gezogen hat. Nee, ich habe nur das Alte tatsächlich. Okay. Mairi, komm, kannst du nicht irgendjemand in deinen Westflügel losschicken? Der Falls. Hund, aber in die Apport Space 1889. Wow. Ich bin mir sicher, dass wir es hier noch haben. Es wird irgendwo sein. Wir haben ja auch den Film dazu gemacht. Ja. Und also mich verbindet auch immer noch was damit. Heutzutage würden wir es, glaube ich, noch deutlich mehr aufbauen, weil Space 1889 ja mehr oder weniger als Prämisse hat, dass die Nation States ihren Kolonialismus selbst im Weltall auffahren und aber auf dem Mars es eine uralte Zivilisation gibt und auf der Venus gibt es Echsenleute und dergleichen. Und ich glaube, heutzutage würden wir noch sehr viel kolonialismuskritischer da mitarbeiten, als es ursprünglich war. Man muss aber sagen, dass die Bücher jetzt nicht das verherrlichen. Die sind sehr nüchtern in vieler Hinsicht. Und was ich ihnen hoch angerechnet habe, obwohl es eigentlich natürlich Pulp-Sci-Fi ist, überraschend präzise in vielen Dingen, was das Sonnensystem angeht. Wenn man mal wegwedelt, dass die Leute auf dem Äther fliegen, dann geht es tatsächlich auch mal darum, was ist Nutation und was bedeutet es für einen tidally locked Planeten. Also, dass wenn ein. Es geht von der Prämisse aus, die heute natürlich widerlegt ist, aber was Leute früher dachten, unter anderem, dass der Merkur immer mit derselben Seite zur Sonne zeigt, weil seine Umlaufzeit exakt seiner Eigenrotation entspricht. Das ist ja nicht so, sondern es ist ja 1,5 Mal. Und vor allen Dingen geht es dann, oder rollte er ja in der Version auf der Bahn. Auf jeden Fall, er zeigt immer nur eine Seite, aber durch die Nutation, also durch das leichte Wobbeln seiner Achse, um die er sich dreht, gibt es dann Gegenden, die manchmal auftauen und manchmal wieder einfrieren. Und da hat man gemerkt, dass zum Beispiel Thomas Römer, der ja eigentlich mit Astrophysik-Hintergrund an die Sache rangeht oder Astronomen-Hintergrund, durchaus auch mitgearbeitet hat und dass da sehr viel Tiefenrecherche an manche Sachen ranging. Ist kein schlechtes Spiel, aber sehr speziell vom Setting her. Ja, ein Klassiker aber eigentlich, ne? Ja, Ja. und sie haben es von Frank Chadwick ursprünglich und sie haben von ihm ja auch relativ viel Freiheiten bekommen, haben sehr, sehr viel originär deutsches Material gemacht, das wiederum dann aufs Englische übersetzt wurde. Das ist geplagt gewesen davon, dass die Person, die für sie den englischen Kickstarter gemacht hat, weil man als deutsche Staatsbürgerin damals keine Kickstarter machen konnte, mussten sie jemand im UK hinzusehen, dass diese Person mit dem Geld zwischendurch durchgebrannt ist. Das ist alles sehr, sehr problematisch behaftet gewesen. Und sie haben diese Reihe ja auch tatsächlich konsequent weiter bedient, bis im Hintergrund ihnen die Rechte wieder entzogen wurden und neu verkauft worden sind. Leider. Status quo, Dann passiert nichts mehr mit Space 1889 aktuell.
Ich habe noch ein letztes Ding für 2012 und deutschsprachigen Bereich, und zwar auch noch einen Riesentrümmer. Und jemand mit Daniel Scolaris, der die Messen getourt hat und die Cons und immer brav am Prometheus-Stand stand. Nova in der zweiten Auflage, ein ordentliches Moped. Hier drin habe ich noch das kleine Promo-Abenteuer, falls der Thomas das braucht. Ich habe das zweimal hier drin. Und, ja, schick rüber. Ich schicke das mal rüber. Auch relativ hart Sci-Fi mit Aliens und dem vollen Programm. Ja. Was es sonst im deutschsprachigen Bereich nicht gibt. Aber wir alle wissen, glaube ich, dass hart Sci-Fi und allgemein Sci-Fi im deutschsprachigen Bereich nur so halb erfolgreich ankommt. Ich hab tatsächlich eine Promo-Runde mal in Mainz auf dem Con gespielt. Das funktioniert. Also ja. Nova ist tatsächlich ein System, was funktioniert, was auch mit den, also ja, es ist Hard Sci-Fi. Ja. Ja. Warum muss Hard Sci-Fi immer Tabellen sein? Das muss es nicht. Aber es hat auch Tabellen. Ja. Das funktioniert. Selbst am Tisch, wenn die Spielleitung weiß, was sie tut. Und die Spielleitung hat hier mit eine Menge Arbeit in der Vorbereitung. Das gebe ich gerne zu. Aber wenn die Spielleitung weiß, was sie tut und was passieren kann und soll, dann kann man mit Nova eine Menge Spaß haben und dann geht da auch eine Menge. Und dann gehen da auch verschiedene Sci-Fi-Varianten. Dann kann man damit was Unterhaltsames spielen, dann kann man damit was Actionreiches spielen, dann kann man damit aber auch einen Event Horizon-Zwischenfall oder sowas spielen. Nova kann das. Also da geht eine Menge. Also ja, Lob für Nova von mir. Ja, okay. Auf jeden ich habe es nicht gespielt, ich kann nichts zu sagen. Ich habe auch mal in der Demo-Runde gespielt und wie gesagt, der Autor hat sich die Füße breit gestanden auf jeder noch so kleinen Con. Ich weiß, die waren wirklich überall. Ja. Tapfer und fleißig gekämpft. Also Respekt. Ja, okay. Thomas, 2013. 2013. Ja, wir haben noch so eine halbe Stunde für 2013. Ich habe tatsächlich gerade beschlossen, ich habe zwei englische Sachen, also ausländische Dinge. Oder soll ich die zwischendurch machen? Ich kann auch starten. Okay. Ich habe gerade diese Woche, im Brave New World in Köln, diese schicke Box von Adventure Maximus gefunden. Und sie sieht unfassbar cheesy aus. Sie ist so ein bisschen so eine, der Versuch, das ganze Rollenspielthema etwas brettspieliger zu machen. Denn es gibt da dann auch so ein Tableau, wo ausgelegt wird, was gerade passiert. Und ich habe lange nicht mehr gesagt, dass ich Freude hatte beim Lesen und das unbedingt mal irgendwie leiten muss. Aber das ist nichts, was ich leider online leiten können würde, was ja zurzeit noch so oft das Mittel der Wahl ist. Dafür braucht man echt Leute am Tisch. Aber Adventure Maximus, allein das Titel und das Cover haben mich spontan überzeugt, es zu kaufen. Und ich werde es unbedingt leiten müssen. Und das zweite ist was total Obskures. Da habe ich noch nicht mehr geschafft, als wirklich nur reinzugucken. Das heißt Magicians 2. Und es ist, wir sind in dieser Welt, wir sind magiebegabt. Wir müssen versuchen oder wollen versuchen, die Magie irgendwie zu meistern. Und unterdessen lernen wir Koreanisch, weil irgendwie die Magie auf Koreanisch ist. Völlig crazy. Okay. Ich finde das extrem spannend, aber wie gesagt, ich habe es überflogen. Es gibt wohl auch dazu noch Tutorials und sowas, die dann beim Sprachenlernen unterstützen, also beim Magielernen unterstützen. Ich finde das eine sehr coole Idee, Sprache auf diese Weise vermitteln zu wollen. Kann noch nicht sagen, ob es funktioniert und weiß auch nicht, ob ich jemals die Zeit haben werde, herauszufinden, ob es so funktioniert. Aber ich lerne ja eigentlich gerne Sprachen. Also Magicians, und ich glaube, es ist die zweite Fassung davon, sehr abgefahren und eine coole Idee, im Rollenspiel Sprache beizubringen und zu verkaufen.
Vielleicht biete ich das mal irgendwann als AG an. Ich muss mal meine Schulleitung zwingen zur koreanisch-Rollenspiel-AG. Das wird bestimmt durchgehen. Ich meine, viele in Gen Z lernen Koreanisch, weil es cool Ja, ist. genau. Wahrscheinlich können von meinen SchülerInnen viel mehr da oder können das viel schneller lernen, als ich das jemals könnte, weil die einfach viel mehr Berührungspunkte haben, auch bis jetzt schon tatsächlich. Also Koreanisch steht auch auf meiner Longlist von Sachen, die Ja, ich lernen dann möchte. spielen wir das mal demnächst online. Ja, ich rushe mal schnell durch 2013. Das ist nämlich eine Menge und zu vielen habe ich ein bisschen was zu sagen, zu manchen gar nichts. 13th World, passend zu 2013, ein D20 Fantasy. Die Welt rettet sich nicht selber. The world won't save itself. Kannst du das ganz kurz halten? Denn da sage ich nächstes Jahr für den deutschsprachigen Bereich was zu. Da war ich nämlich 13th Age, by sowas the von way. beteiligt. 13th Age, ja. Nicht Ja. 13th World. Nein, 13, habe ich 13th World gesagt? 13th Age, Vielleicht habe ich mich auch 13. verhört. Nein, du hast recht. Immer. Also Wie auf auch jeden Fall immer. ein cooles D&D 3.5 Dingsy in modern mit tollen Ideen. Werde ich definitiv gerne was zum Deutschen sagen, dann kommen wir, ersparen wir Alles heute klar. Zeit. Dann, wir hatten ja vorhin gleich im Intro, als wir zurückgegangen sind, hatten wir ja einen bekloppten Finnen als Publisher. Wir haben hier wieder ein abgefahrenes finnisches Produkt, was ganz, ganz wenig Leute kennen. Heroes of the Storm heißt das ganze Ding nämlich. Das Kenn ich nicht. existiert nur deshalb, weil der Game Designer Ville Vuorela es geschafft hat, einen Deal mit der größten finnischen Einzelhandelskette zu bekommen, dass die das verkaufen. Und diese Box ist so nie, also soweit ich weiß, ist so nicht erschienen, sondern unter einem anderen Namen. Und also hier drin sind enthalten ein Würfelset, ein Players Guide, der hier nur so, also geheftet, ja, aber ganz schlecht irgendwie, also nicht gefaltet so richtig. Dann ein Game Masters Guide mit dem gleichen Problem und eine Karte sowie Charakterbögen als frei fliegende Zettel und einmal Blanko-Pergament oder so. Heroes of the Storm. Das Blanko-Pergament nehme ich. Ja, können wir dann tauschen gegen das Carbonia-Abenteuer oder was das war? Ein Nova-Abenteuer, ja. Nova-Abenteuer. Ja. Also eine Box, die dann auch tatsächlich ein Spiel, was unter einem anderen Namen dann tatsächlich auch erschienen und vertrieben wurde, aber darüber hinaus und auf Finnisch erschienen ist. Mike Pohjola ist der Autor dieses Produkts, dieses Spiels. Und eigentlich gibt es diese Box gar nicht. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Ah, das machen wir später. Ha, da könnte Nico was zu sagen. Das erschien 2013. Star Wars: Edge of the Empire. Ich verweise mal einfach auf die Let's Plays hier auf diesem Kanal, dann wissen alle, was gemeint ist. Dann können wir ratzefatz darüber gehen und da können wir die Mairi verpflichten, was zu dem folgenden Buch zu sagen, was auch 2013 erschienen ist. Numenera oder auch Genau. bekannt unter seinem deutschen Titel Orang-Utan-Klaus. Warum Das Orang-Utan Klaus? Das ist doch ein Katzenname. ist ein Katzenname, ja. Folgendes. Ich habe mir Numenera damals auf Englisch geholt und ich mochte es sehr, weil es erstens, ich mag das Setting sehr, es ist Far Future, also so Far Future, 1 Milliarde Jahre in der Zukunft, dass nichts wiedererkennbar ist. Und wie vielleicht viele andere Leute ist es so, es gibt genügend Fantel-Alter-Rollenspiele, ich brauche nicht das 17. Und deswegen, das ganze Setting hat mir sehr gut gefallen und es ist ein sehr einfaches W20-System, das die Spielleitung ganz, ganz viel Arbeit abnimmt. Und das fand ich sehr schön durchdacht. Und ich bin dann von einem Verlag in Deutschland zum nächsten getingelt und habe gesagt, das ist ein gutes Spiel, könnte man auf Deutsch machen. Und dann haben gesagt, nee, ist zu riskant, nee, ist zu riskant, nee, ist zu riskant. Bis irgendwann Patrick vom Uhrwerk Verlag gesagt hat, mit einem Crowdfunding könnte ich es mir vorstellen, nachdem er sich mit Feder- und Schwertchef Oliver Hoffmann beraten hat. Und das ist für mich ein sehr einprägsamer Moment, weil es nämlich
die Zeit war, in der ich das erste Mal einen Nierenstein hatte. Und ich saß mit Nierenkolleg auf dem Sofa bei Oliver Hoffmann, als Patrick mir eröffnete, dass nachdem ich irgendwie ein Jahr lang gedervt habe, er dieses Buch vielleicht doch auf Deutsch bringt. Und ich saß nur da, toll! Ich so Schmerzen hatte. Es ist ein weirder Moment gewesen. Aber es lief darauf hinaus, dass ein Crowdfunding gemacht wurde. Das war auch sehr erfolgreich. Patrick hat das als Buch und als Box herausgebracht. Und ich habe das Grundregelwerk gänzlich allein übersetzt, damit es aus einem Guss ist. Das ist also die erste große einheitliche Übersetzungsarbeit, die ich gemacht habe tatsächlich. Ich schaue heute immer noch mal gerne rein und es ist immer noch okay. Ja. Über 400 Seiten. Ja, das war auch ein fetter Job und ich habe redaktionell die anderen Übersetzungen für alle freigeschalteten Zusatzsachen begleitet und mich da viel mit Leuten gestritten. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel Entgendern noch gar kein Ding ist, aber die Bücher haben im Original absichtlich sehr viel genderneutrale oder durchwechselnde Sprache und wir haben überlegt, wie wir das machen und ich habe zum Beispiel gesagt als Redakteurin zu dem Zeitpunkt, weil ich noch keinen Durchblick hatte, ich hatte noch keine Begegnung mit tatsächlich strukturiertem, durchdachten Engendern zu dem Zeitpunkt. Ich zum Beispiel gesagt habe, wir sagen nicht der Spielleiter, wir sagen immer die Spielleitung und versuchen andere, neutralere Begriffe zu finden. Und ich habe mich da teilweise gekloppt mit meinem Übersetzungsteam, weil ich das so haben wollte. Erstens, weil ich es gut fand und zweitens, weil es halt dem Sinn des Originals entspricht. Und dann haben wir, keine Ahnung, 900 Pakete gepackt am heißesten Tag des Jahres im Wohnzimmer von Uli Kneiphoff. Und es war ein Riesending und ich bin bis heute sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, auf Deutsch zu bringen. Die Reihe ist ja jetzt mehr oder weniger gestorben. Das hat auch damit zu tun, dass beim Uhrwerk Verlag es sehr große Schwierigkeiten gab, semi-zeitnah auch nur irgendetwas zu übersetzen. Aber es ist ein gutes Spiel, es ist unglaublich fantasievoll. Wenn man tiefgehende Regeln will, ist es nichts für einen. Man fängt schon mit sehr fähigen Charakteren an und es gibt auch keine große Charaktersteigerung. Aber die Charaktererschaffung ist bis heute eine von denen, die ich am liebsten mag. Man setzt seine Figur nämlich zusammen aus einem Adjektiv, das so das Erste ist, was einem einfallen würde, wenn man sie beschreibt. Und das kann alles Mögliche sein, von elegant bis hin zu feige. Also es gibt auch negative Adjektive, die man wählen kann. Und die einem dann trotzdem auch Vorteile geben, gleichzeitig mit Nachteilen. Und eine Klasse, ursprünglich nur drei Klassen, später ist noch was dazugekommen, die ganz klassisch so, du denkst viel und machst übernatürliche Dinge, du haust viel drauf und hältst viel aus und du bist ein Jack of all trades im wahrsten Sinne des Wortes, das waren die Jacks. Und dann noch eine Superkraft, die dich begleitet, wie die Schwerkraft beherrschen, durch Wände gehen, unsichtbares Sehen, solche Sachen. Es ist super, es eignet sich auch sehr gut für Superhelden-Rollenspiel. Ist als Cypher-System abgewandelt, auch nochmal einzeln rausgegangen. Und es hat vor allen Dingen diese Cyphers. Du findest regelmäßig einmal Artefakte, die du auch ständig wieder raushauen sollst, weil du hast ein Maximum davon, wie viel du dabei bei dir tragen kannst. Und du findest ständig neue. So, dass ich habe damals als Promo, das war etwas, was man freischalten konnte für sich, Crowdfunding, habe ich mehrfach Runden geleitet für Leute und teilweise für die kleineren Runden immer das gleiche Promo-Abenteuer. Und das ist jedes Mal vollkommen anders gelaufen, weil allein die Cypher absolut verändern, welche Möglichkeiten die Charaktere haben. Und die teilweise das etwas, was für die eine Gruppe ein Riesenproblem war, für die anderen mit einem Cypher gelöst war. Ich liebe es immer noch sehr. Gibt inzwischen eine zweite Edition im Englischen, die im Deutschen nie angekommen ist, die aber nahezu gänzlich kompatibel ist. Auf der Gen Con habe ich gerade wieder frisch zwei Bücher gekauft, die ich noch nicht hatte. Also es ist wirklich, und es sind sehr schöne Bücher. Das muss man auch dazu sagen. Das Grundregelwerk ist noch ein bisschen all over the place, was den Artstyle angeht, hat aber tolle Karten zum Beispiel. Und inzwischen hat sich Numenera wirklich sehr, sehr gefunden und hat seinen ganz eigenen, wirklich schönen Stil. Ah, die Karte ist so schön. Und Orang-Utan Klaus ist ein Witz, weil wir haben dann von Monty Cook Games. Monty Cook ist jemand, der vorher viel auch generell W20 Zeugs gemacht hat. Er hat an der 3.5 auf jeden Fall von D&D auch viel Zeugs gemacht. Monty Cook Games hat sich für dieses Spiel, glaube ich, sogar gegründet, um ihn herum, dass die uns einen Übersetzungskanon geschickt haben. Diese Worte brauchen wir auf jeden Fall von euch auch, wie ihr sie übersetzt habt, weil wir sie für andere Projekte dann weitergeben, was lustig ist, weil es gab dann ja auch ein Computerspiel, die dann aber diesen Kanon, den wir weitergegeben haben, nicht benutzt haben. Und da stand eben auch drin,
findet eine Übersetzung für das Wort Numenera, was nicht nur der Name des Spiels ist, sondern auch von einer bestimmten Kategorie von Gegenständen in dem Spiel, nachdem es benannt ist. Und Nico fand das so lustig, dass man den, etwas, was der Titel des Spiels ist, eine deutsche Übersetzung für finden soll, dass er unter anderem bei der Abstimmung, die wir unter den Bäckern gemacht haben, die Option Orang-Utan Klaus freigegeben hat. Und es gab ein paar Leute, die haben dafür abgestimmt. Deswegen haben wir immer gesagt, wir müssen irgendwann mal ein einzelnes Buch eines in orangenen Flausch binden und mit Orang-Utan Klaus versehen als Titel. Das war's. Da musst du aufpassen bei sowas, sonst heißt das Numi McNumface am Schluss. Ja, es wurde auch Numu Numu, wurde war auch bei der und wir sagen heute bis heute sehr oft Numu Numu, wenn wir nicht Orang-Utan Klaus zu dem Spiel sagen. Und ja, es hat tolle Monsterbücher. Monsterbuch Nummer 3 ist eins von den beiden, die ich mir mitgebracht habe von der Gen Con als persönliches Spaßlesen. Wir rezensieren die größtenteils auch fast gar nicht mehr, weil wir sie einfach selber kaufen. Aber ich mag sie, ich lese sie und ich habe Spaß dran. Es ist auch zum Lesen ein angenehmes Buch. Aber du musst mir noch die Pointe verraten. Ihr habt zu Monty Cook gesagt, das muss Numenera bleiben, oder was? Ja, natürlich. Wir haben gesagt, es bleibt Numenera. es ist nicht irgendwie auf einmal dazu Orang-Utan Klaus geworden. Und kurios, alle Leute denken immer, es ist so ein Accent aigu über dem E, aber das ist nur dem spaßigen Layout getüdelt ringsum drumherum geschuldet. Das ist kein diakritisches Zeichen, das ist nur eine Verzierung. Tada! Die anderen Optionen waren Bob und Munumunu, ja, schreibt Nico. Da hätte ich mich kaum entscheiden können. Ja, das ist schwer. Und wir haben uns dazu verpflichtet, die Abstimmung auch zu nutzen. Haben wir auch gemacht. Habe mich da überstimmen lassen als Übersetzerin auch teilweise. Gut. Dann mache ich mal weiter bei 2013. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Ich habe nämlich gerade die Meldung gekriegt, meine Internetverbindung ist instabil, aber gut. Ja, alles gut. Machen wir mal weiter bei Anti-World of Darkness, denn es gibt tatsächlich ein Rollenspiel, das meiner Ansicht nach nur existiert, um World of Darkness-Player zu trollen. Das ist Witch Hunter. Es verwendet im Grunde genommen das gleiche System, also auch so diverse W10 als Poolsystem und man spielt da drin Leute, die alles, was man in der World of Darkness spielen kann, jagen und aus der Welt schaffen wollen. Ich glaube, das wurde tatsächlich nur gemacht, um auf Cons das zu spielen, um dann die Vampire-Spieler nebenan zu ärgern oder so. Ansonsten, das macht die World of Darkness eigentlich selber schon ganz gut. Wir haben auch schon Hunter. Mit den ganzen Antagonisten, die man da selbst so spielen kann. Witch Hunter mit Y geschrieben, bräuchte es da eigentlich nicht. Aber es ist ein tolles Buch, das ist von Paradigm Konzept gemacht. Die haben auch noch andere Sachen gemacht. Und das hier ist tatsächlich geprägtes Kunstleder. Das ist wunderschön. Aber, also von außen jedenfalls. Von innen ist es immerhin vollfarbig. Ich bräuchte es jetzt nicht. Man kann damit bestimmt auch schöne Jägersachen spielen. Wir hatten vorhin schon die Themen Genre-Crossovers. Hier habe ich noch so eins. Nämlich Superhelden trifft auf Zombie-Apokalypse. Ergibt dann Rotted Capes. Marvel-Zombies hat Dinge ausgelöst. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Achso, Marvel-Zombies war immer wieder auftauchende Comics, die halt das Marvel-Universum verzombiet haben. Das hat, glaube ich, Dinge ausgelöst. Hier geht es tatsächlich um, man spielt so B-List-Superhelden. The golden age of superheroes has ended, but not with a bang, but with a bite. Nicht mit dem Knall ist das goldene Zeitalter der Superhelden zu Ende gegangen, sondern mit einem Biss. Wir haben eine Zombie-Apokalypse, man spielt Superhelden, ebenso diese zweite Reihe von Superhelden. Und Paradigm City, auch hier Paradigm Concepts ist der Herausgeber. Sie haben ihre eigene Stadt zur Superheldenstadt gemacht und die dann gleich mal in die Zombie-Apokalypse gestürzt. Zumindest das ist sympathisch. Dann Ihr habt vergessen, mich nach der World of Darkness Erwähnung zu wecken. Ich möchte das Entschuldigung. Ich musste mich selber konzentrieren. Es war Anti-World of Darkness.
Ja, schlimm genug. Ja, aber der Begriff enthält World of Darkness. Dann schicke ich dich gleich wieder in den Tiefschlaf. Es kam nämlich bei den Chronicles of Darkness, Demon the Descent heraus. Demon ist ja bekanntermaßen in der World of Darkness, also Dämonen, die Gefallenen. Das Alte aus der klassischen World of Darkness ist bekanntermaßen die schlechteste Iteration, die die World of Darkness je hervorgebracht hat. Dämonen sind das Powergaming-Vehikel dort. Demon the Descent in den Chronicles of Darkness geht einen völlig anderen Weg als das, was dort bei White Wolf gemacht worden ist. Onyx Path Publishing hat das gesamte Demon-Setting komplett neu aufgestellt. Und das hier ist für die Chronicles of Darkness ein, wie ich finde, immer noch das interessanteste oder das zweitinteressanteste, was dafür erschienen ist. Also Demon the Descent, völlig anders als Dämonen, die Gefallenen oder Demon the Fallen. Ein ganz anderer Hintergrund, eine ganz andere Herangehensweise, ganz andere Folgen, die daraus entstehen, eine ganz andere Begründung und ein, was die Welt der Chronicles of Darkness auch tatsächlich völlig anders macht als die World of Darkness vorher. So, Moritz kann wieder aufwachen. Diesmal hat er dran gedacht. Ja, ich habe eine Beschwerde gekriegt, die nehme ich mir zu Herzen. Ich bin gerührt, danke. Ein Rollenspiel für Kinder, Little Wizards, tatsächlich eines der, wie ich immer noch finde, das beste Kinderrollenspiel. Ist auch inzwischen auf Deutsch erschienen. 2013 erschien eben die englische Variante. Und das ist wirklich niedlich gemacht, ohne dabei albern zu sein. Es nimmt halt Kinder mit auf eine Fantasiereise und geht sehr auf die Kinder ein. Es ist weniger auf die Aktivitäten rund um das Spiel fixiert als zum Beispiel Aventure als so Nicht-Schurke zum Beispiel. Genau. Da geht es sehr viel um die Aktivitäten rund um das eigentliche Spiel. Little Wizards ist tatsächlich das Erzählspiel mit und für Kinder. Sehr schön kindgerecht aufgemacht. Ich finde, ich bin kein Experte, was das angeht, aber ich finde das als das mir am kindgerechtesten erscheinende Rollenspiel. Okay. Ja, vor allem ist es von Antoine Bozard, den man ja aus dem Brettspielbereich eher kennt, der aber schon immer auch Rollenspieler ist. Und hier das geschrieben hat, genau. Und erschien 22 auf Deutsch bei Green Gorilla. Schönen Gruß, die ja auch noch ein anderes tolles Rollenspiel ausgemacht haben, dieses Jahr 2023. Also, Little Wizards, du hast recht. Das ist auf jeden Fall ein ausgezeichnetes Spiel, aber du unterschätzt, wie Kinder denken. Denn ich habe schon so Nicht-Schurke mit Kindern gespielt, wo ich gedacht hatte, was zum Henker tue ich hier gerade? Das ist ja over the top und überhaupt, Kinder kommen da super mit klar. Die machen mit ihren Charakteren die konfusesten Sachen und nehmen einfach hin, was da passiert und reagieren darauf. Also ich glaube, ich würde da keine Qualitätsreihung nennen wollen, aber Little Wizards auf jeden Fall ein super Spiel, um es mit Kindern zu spielen. Auf jeden Fall. Okay. Dann ja, habe ich noch Arcana Rising. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Das ist ein Urban Fantasy Rollenspiel. Ziemlich generisch, aber ich lese und ich lese sehr gerne Urban Fantasy. Und ich finde, dass mit Arcana Rising, dass tatsächlich man das flexibelste System hat, um alle möglichen Formen von Urban Fantasy da drin abzubilden. Also sowohl die Dresden Files wie auch die Iron Druids oder sowas könnte man locker in Arcana Rising abbilden. Das System selbst nimmt sich sehr zurück. Es gibt Klassen, es gibt Dayjobs, es gibt alle möglichen Varianten von Fantasy. Es gibt den Forest Walker als Charakterklasse. Das ist quasi ein Waldläufer. Okay. Wizard, Rogue und so weiter. Relativ klassisch. Macht aber nichts. Denn mit den die klassischen Charakterklassen, das wird Moritz am besten kennen, eignen sich für Leute, die mit Rollenspielen zu tun haben, am besten, um Dinge aus einem Urban Fantasy Setting umzusetzen.
wir alle haben uns schon überlegt oder hatten schon den Gedanken, wenn man irgendwo auf der Straße jemanden trifft, Mensch, eigentlich siehst du aus wie ein typischer Zwerg. Oder wow, das könnte eine Elfe sein oder sowas. Das passiert und genau in diese Kerbe haut Arcana Rising gnadenlos rein und macht das, wie ich finde, sehr, sehr gut. Das ist für Urban Fantasy Fans ein Geheimtipp. Du meinst für die, wo die Harry Dresden Sachen noch nicht angekommen sind? Sind die wirklich rausgeschickt worden? Bestimmt. Das Dresden Files Rollenspiel ist halt nur eine Urban Fantasy. Ich meine, es gibt jetzt auch Rivers of London. Also. Oh ja. Mein Gott, das ist so unfassbar hässlich. Entschuldigung. Das ist innen drin so unfassbar fies. Das liest sich gut. Ja, es liest sich gut. Und die Anpassung an Basic Roleplaying Game ist ziemlich gut. Es ist super recherchiert. Ja. Und das, was mich am fertigsten macht, ist, dass am wenigsten Liebe in die Illustrationen der Haupt-NSCs geflossen ist. Sie sehen, das ist alles, da ist irgendwas schiefgegangen. Also noch nicht Myronor-Box schiefgegangen. Aber schiefgegangen. Und das sind die Charaktere, die Leute im Herzen tragen, die von den Romanen kommen. Und dann guckst du das an und du siehst, das sollen Molly und Nightingale sein. Das einzige Porträt, das funktioniert, ist das vom Hund. Ja, also. Okay, ich habe nur noch zwei. Sorry. Oh, perfektes Timing. Und zwar Rocket Age, nennen wir es mal Retro-Sci-Fi, Space Opera, Alternate History Pulp, Retro-Sci-Fi, Space Opera, so bezeichnet er sich selber. In den 50er Jahren angesiedelt, wo halt die Technologie, glaube ich, gerade sehr hoch ist und hier haben wir halt radiumbetriebene Raketen und so weiter und so weiter. Hier geht's, was die Technik angeht, wirklich wild durcheinander. Ein echt schönes Setting von dieser, als man noch glaubte, dass man mit einem Atom, dass man auch Atomreaktoren oder Düsentriebwerke in Autos einbauen kann. Aus diesem Zeitalter kommt Rocket Age. Finde ich sehr schön, ist, was die Technologie angeht, sehr clunky und sehr, sehr grob. Ich mag das Ding. Auch von Cubicle 7 übrigens. Und mein letzter für die 2013 ist Better Angels. Das ist, sieht aus wie ein Superhelden-Rollenspiel, ist aber das Gegenteil davon. Man spielt nämlich super Bösewichte. Also endlich mal die böse Seite von den Leuten, die sonst Capes und Spandex tragen. A Super Villain Roleplaying Game von Greg Stolze, den man auch von diversen anderen Rollenspielen her kennt. Also ein renommierter Game Designer, der hier mal auf die böse Seite gewechselt ist und den Bösewichten, die sonst immer nur zusammengeprügelt werden von Spandex-Trägern, mal Hintergrund gibt und hier ein schönes Vehikel zur Verfügung stellt, um Bösewichte zu designen. Da kann ich endlich mal rotes Spandex tragen und schwarzes. Was immer dir gefällt, Moritz. Bitte sehr. Was kann denn auf Deutsch? Ja, ich glaube, damit fangen wir nicht an, oder? Wenn wir noch 10 Minuten haben, dann nutzen wir die bestimmt noch anders schlau. Oder, Mayri, was würdest du vorschlagen? Ich kann auch starten, aber ich glaube, das wäre ein sauberer Beginn für nächstes Mal. Aber wir haben noch 10 Minuten. Vielleicht kriege ich ja so eine Art Schnelldingsi hin. Ja, also ich kann auch gar nicht rüber raiden, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ja, also, es kam 2013, ich kann das abkürzen, Iron Kingdoms auf Deutsch raus. Haben wir ja heute schon ein bisschen was zu gehört. Wieder zwei Sachen von 1W6, und zwar Technophob und das Einwürfelsystem 2.6.1. Arne ist da sehr präzise in sämtlichen Nomenklaturen. Es kommt wieder von Heidelberger Schwarzer Kreuzzug raus. Wieder, ihr wisst schon, irgend so ein Warhammer 40k irgendwas, mir doch egal. Genau, ja. Danke. Hier spielt man jetzt die Ketzer. Also die Feinde der Inquisition. Moritz, bitte weitermachen. Wir rushen jetzt 2013 deutschsprachig. Ich lese 4000 Selbstverlagssachen durch, die ich nicht kenne. Feenlicht, Version 1.5 von Uwe Gleis. Stern. Oh,
Hey, mach meine Zeit nicht kaputt. Oh, das sieht aber knuffig aus. Das ist ein, boah, wenn das kein Heartbreaker ist, weiß ich es auch nicht. Ja. Wow! Und sogar im Hardcover alle 70 Exemplare selber finanziert. Oder war das Print on Demand? Nee, oder das gab es da noch nicht in der Form. Das ist selber knallhart vorgelegt, die Kohle. Edition, Verlag Tradition, das weiß ich nicht genau. Autor Uwe Gleis, genau. Edition GmbH. Sämtliche Bilder auch vom Autor erstellt. Version 1.9. Oh, das ist meine Ausgabe, ist die erste gedruckte Ausgabe 2018. Wir sind in der Zukunft. Mach weiter. Okay, dann Sternmeer im Selbstverlag von Michelle Natascha Weber. Alearius Lex Prima im Selbstverlag von Thorsten Kunert. UTS Universal Talent System im Selbstverlag. DAS, das Abenteuerspiel im Selbstverlag. Ich mag den Titel. Hast du das? Du guckst so. Das erste? Nein. Das erste, da sind wir ja schon seit 50 Jahren vorbei. Nee, DAS habe ich nicht. DAS, aber das ist so ein schöner Versuch von Ulysses, eine Klage an den Hals zu kriegen, dass ich das. Klingt auch ein bisschen Mut wie eine Versicherung. Eine Mischung aus DSA und einer Versicherung, richtig. Dann. Der Alex Scheibel, Ace of Dice, hat wieder was. Von dem hatten wir ja schon Destiny Dungeon und Destiny Beginner und Destiny Schlag mich tot. Jetzt haben wir hier Portal. Da habe ich nicht dran mitgearbeitet. Ich bin ein bisschen schockiert. Aber das ist auch wieder der Versuch, ein sehr basic, klassisches Fantasy-System rauszubringen. Tut mir leid, dass ich da nicht viel Zeit zu habe. Wir haben doch keine Zeit. Dann Patrick Bock. Ich sagte doch es bereits, der macht in den nächsten Jahren ganz viele Dinge. Und zum Beispiel die Reise. Es wird Zeit für dein Abenteuer. Da spielt man sich selbst, überraschenderweise. Kann nicht darstellen. Genau, das ist mir zu schwierig. Manchmal will man einfach aus dem Alltag ausbrechen und Abenteuer erleben. Nicht als irgendwer, sondern als man selbst. In die Reise geht es genau um solche Ausbrüche. Und der Patrick hat immer schön das Ganze gelayoutet. Es sind immer wenig Illustrationen. Sogar keine, würde ich fast behaupten. Warte, hier hatte, da war was beim Durchseppen. Aber halt insgesamt hat er sich immer wirklich Mühe gegeben und vielleicht zu viel Mühe, weil für so kleine Systeme, wo man sich selbst spielt, bräuchte ich wahrscheinlich keinen doppelseitigen Charakterbogen. Dann hat er aber für dich vielleicht schon. Für mich bräuchtest du dann so ein komplettes Moleskin-Dingsi. Ja. Nee, ich bin so einfach gestrickt, für mich brauchst du einen Bierdeckel einseitig. Dann Tiara, Wiedergeburt der Seele, High Fantasy, Mana Punk. Alleine schon die Selbstbeschreibung High Fantasy, Mana Punk rockt das Haus. Ich weiß gar nicht, ob es das richtig offiziell gedruckt gibt, aber dadurch, dass ich da immer Korrektur gelesen habe, habe ich das immer zugeschickt bekommen. Also, ich kann aber nach diesen vielen Jahren auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe es aber mal genau und sehr intensiv gelesen. Dann haben wir an schönen und größeren Dingen im Jahr 2013 Gamma Slayers, die Slay Engine von Dungeon Slayers auf Endzeit Postapokalypse, wie sich das gehört, perfekt ausgearbeitet. Ich mag sowieso sämtliche Hacks der Slay Engine und ich mag auch das Wort Slay Engine sehr und das sollte öfters genannt werden. Mein persönlicher Favorit ist ja Old Slayer Hand, der im Jahr 2023 wahrscheinlich problematischer ist, als der sein sollte, aber das war so liebevoll formuliert, recherchiert und ausgeschrieben, aber das gab es halt nie gedruckt. Aber ich glaube, ich werde mir da selber mal irgendwie sowas basteln und dann in der Schule mit diesem Dingsi, Bumsi, zusammen löten. Also Old Slayer Hand, große Empfehlung. Aber Gamma Slayers, ein tolles Buch, kamen auch Zusatzbände raus. Und ihr seht, sämtliche Dungeon Slayers Sachen sind einfach immer unfassbar übersichtlich. Also sehr zu empfehlen. Und wenn ihr ein System sucht, das nur auf einem W20 basiert,
gut und schnell zu spielen ist und einfach saugut strukturiert. Und ich dachte, dass sämtliche Sachen aus der Dungeon Slayers Szene sind da was für euch. Gamma Slayers 2013. Dann Los Muertos 2013, hier in der super sonderschicken Edition, genau da die Vulgäre für den Pöbel. Oh. Wow. Pöbel. Natürlich mit Autogramm vom wunderbaren André Pönitz, der das gemacht hat. Und magst du was dazu erzählen? Weil ich habe die ersten zwei, Etappen, Welten, Ebenen gespielt. Aber auch schon sehr lange her. Also wir sind auf jeden Fall tot, wenn wir das Spiel beginnen und kommen zu uns. Nein, Doch. Du hast eine Vorgeschichte, aber im Prinzip sitzt du auf einer Wiese und hast ein Lenkrad in der Hand oder irgendwas halt, wie du gestorben bist. Also es fängt damit an, dass man sich einen Charakter erstellt und der dann sofort stirbt. Das heißt, eigentlich lebt man noch, aber nicht lange. Man spielt dann die Toten weiter, gerne als Skelette. Dann wird es ein bisschen komplizierter. Es ist unterhaltsam. Es gibt übrigens auch einen kleinen Abschnitt zu Sex, der etwas schwieriger ist, wenn man nur noch aus einem Skelett. Sehr schöne Illustration. Es ist bunt, es ist eher so, es will diesen den Los Muertos, also die Gestorbenen, tatsächlich auch mit diesem, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe so diesen Mexiko-Vibe, dieser Dia de los Muertos, den gibt es da. Und diesen Vibe im Umgang mit den Gestorbenen will es so ein bisschen mit dazu holen. Ich fand, es ist nicht wirklich gruselig, sondern es ist eher witzig als tatsächlich richtig schlimm. Und also, wir spielen uns halt durch die neuen Ebenen der Unterwelt, nachdem wir tot sind, und das die Selbstauskunft ist. Los Muertos verbindet die bunte Stimmung des mexikanischen Totenfests, Comic-Humor und aztekische Mythologie. Und dann haben wir halt diese neuen Ebenen, die wir durchschreiten müssen. Ja, wenn es jetzt noch Art Deco-Style hätte, dann wäre es ein LucasArts-Adventure. Ja, ein bisschen. Das Grim Fandango-Rollenspiel. Ja. Wir haben noch 2013 das deutsche Fiasko, das nächste Pro-Indie-System, hier mit dem Kompendium, wo ihr wisst, alles im Fiasko endet. Und es gibt mittlerweile das Ganze als Kartenspielbox, was aber auf den gleichen Regeln basiert und im Prinzip genauso funktioniert. Fiasko-Runden machen immer wahnsinnig Spaß, sind immer wahnsinnig chaotisch, was ich beim ersten Mal nicht gedacht hätte. Denn es gibt ein ganz festes Gerüst, wonach das alles abläuft, sodass ich da dachte, da spiele ich mich, hangel ich mich an so ein paar Punkten entlang wie öde. Aber das Fiasko am Schluss entschädigt für alles. Nein, also sehr empfehlenswert. Und ansonsten habe ich für 2013, damit wir gleich in unseren 2 Stunden sind, eigentlich nur noch die Midgard 5 Edition. Danke. Und ich glaube, zu Midgard müssen wir einfach nicht viel sagen. Es ist ein... Nein, das ist auch immer das Fantasy-Rollenspiel. Das älteste deutsche Rollenspiel. Was wir hier im deutschsprachigen Raum gebastelt haben. Es wird nächstes Jahr neu und groß und sexy neu auftauchen. Wir sind alle gespannt. Mit einer neuen und freshen Welt vor allem. Oh, echt? Ja. Okay. Oh yeah. Ja, nee, das und ist das ist ein perfekter Cliffhanger. Aber sag noch trotzdem was Schlaues hinterher. Aber... Neue, frische Welt. 5. Edition ist die aktuelle. Ja, aber die 6. wirft ihren Schatten voraus. Jawohl. Auch bei Midgard, ja. Gut. Okay. Das heißt,
ihr wollt jetzt hier. Ja, ich hätte sonst nur von noch Bord aus, gehen. Ich hätte sonst nur noch von Ludus Leonis die unglaubliche Robert Redshirt RPG Show. Die ist nächstes Jahr, oder? Aber die ist 2014. Die liebe ich aber heiß und innig. Die habe ich dann, ja schon. Dann reden wir dann nächstes Mal. Millionen Mal gespielt, auch online, auch mit Mayri, du warst dabei, gell? Ja, wir haben Robert Redshirt gemeinsam leiden lassen. Und da war irgendwer, war es Karli Witzko oder wer war dabei, der, wo ich erst dachte, er hat das Spiel nicht verstanden, dabei hat er schon perfekt gespielt. Wer von den alten DSA-Menschen war da noch mit dabei? Sag mal schnell bitte. Ich weiß es nicht. Ah, oh Karli, Gott, Karli nicht. Witzko war es nicht. Das kann. Nee, wobei es zeitmäßig fast. Nee, der war es auch nicht. Egal, ihr guckt das nach Orkenspalter TV, Robert Redshirt Show. Weil ich dachte wirklich, Hartmar vielleicht? Nee, ich weiß es. Das kann sein, ja, Hartmar war es. Auf jeden Fall großartig. Ich dachte erst, was tut er da? Aber er hat schon gespielt. Und zwar besser als ich. Gut. Ja, es war Hartmar. Sagt ja. Nico, und der Link ist auch schon gefunden worden von Still Another One, der sehr gut im Internet lebt. Dann sind wir jetzt an dem interessanten Punkt angekommen, dass wir hier eigentlich ziemlich zeitig fertig wären zu übergeben, aber ich sehe noch keine. Doch, der Walker ist online. Ich hatte ihn gebeten, dass er mir Bescheid sagt. Das hat er nicht getan. Hui. Schäme er sich. Gut. Schande. Nein, er hat es wahrscheinlich einfach überlesen. Gut, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir sind jetzt zumindest 3 Jahre weit gekommen. Ja, 2 und ein bisschen. 2 und ein bisschen. Ich meine, das heißt, ich bin nicht unschuldig daran, aber ich habe meinen nominären Vortrag von 20 Minuten potenziell runtergekürzt auf 3. Das stimmt, du hast dir Mühe gegeben. Ja. Ich hätte auch noch länger über Wolsung, die Urdapedias und ähnliche Dinge referieren können. Wir haben uns alle zusammengerissen. Ja. So, ich raide dann mal, liebe Leute. Ich schicke euch rüber zum Walker, denn da läuft unsere Shadowrun-Kampagne weiter. Ich habe keine Ahnung, was zuletzt passiert ist, aber das Gute ist, mein Charakter war auch nicht da. Das heißt, ihr könnt es mir alles in-game erklären. Alles klar. Vielen, vielen Dank an Thomas und an Moritz. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder ein Jahr brauchen, bis wir weitermachen. Nein, wir machen gleich einen Termin aus. Das finde ich super. Okay. Alles klar. Tschüss. Hervorragend. Danke, ihr zwei. Tschüss, Chat. Ich mache hier die Schotten dicht. Klick.